Hallo meine Lieben, willkommen zu dem heutigen Pokémon Special. Das Video geht ein bisschen, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, und deshalb habe ich hier natürlich alles irgendwie in Timecodes eingefügt. Ich erwarte nicht, dass einer hier diese ganzen 3 Stunden irgendwas völlig am Stück guckt, deshalb findet ihr natürlich alles einmal aufgelistet. Was erwartet euch heute? Nun, einmal begrüßen Pikachu, also mein Pikachu-Rucksack vom Consolero und ich, wir begrüßen euch hier einmal kurz, bevor ihr, geh mal ins Bett schlafen. Und heute geht es natürlich um einiges. Ja? Ich möchte mit euch einfach mal über die Pokémon-Reihe reden, über meine Faszination und meine Liebe zu dieser Pokémon-Reihe. Ich möchte versuchen, euch zu vermitteln, warum ich Pokémon so liebe, wie die Faszination bei mir angefangen hat und dann einfach so durch die Spiele gehen, wie sie erschienen sind, wie ich sie gespielt habe, wann ich sie gespielt habe. Und ich habe so ein bisschen Angst bei diesem Special. Die Angst rührt daher, dass es hier anders ist als zum Beispiel beim Zelda-Special, wo ich jedes Spiel abgöttisch liebe, in Ruhe gespielt habe und über jedes Spiel schwärmen konnte, wie toll ich es finde. Hier ist das ein bisschen anders und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich finde, dass einige Spiele schlecht sind, sondern ich habe ein generelles Problem mit diesen ganzen Pokémon-Spielen entwickelt, dass mich die Spiele so ein bisschen angefangen haben zu langweilen. Und dann ist natürlich dieses ganze subjektive Empfinden, wenn man Videospiele spielt, dass ich natürlich das 5. Pokémon-Spiel, was ich irgendwann einmal spiele, was immer noch so ist wie die ersten, nicht mehr ganz so genossen habe wie die Vorgänger. Und ich möchte ganz vorsichtig sein in diesem Special, dass ich nie die Spiele dafür verantwortlich mache. Ich werde das immer bei den Spielen jeweils nochmal so ankündigen und nochmal ansagen. Aber es ist mir ganz wichtig, dass ihr in diesem Special, wo ich ja viel über Pokémon-Spiele rede, versteht, dass ich diese Pokémon-Reihe liebe. Ich habe nur so viel auszusetzen an einigen Spielen, weil ich diese Spielereihe liebe, weil ich Pokémon liebe und Pokémon ein Teil von mir geworden ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dass ihr versucht zu verstehen, dass es nicht immer unbedingt an den Spielen liegt oder an mir oder so, sondern manchmal auch einfach an den Umständen, wie man Spiele gespielt hat. Das subjektive Empfinden bei Spielen ist immer sehr, sehr wichtig. Dann will ich einmal gleich schon mal Domtendo danken. Er hat zwar nicht mitgewirkt an diesem Video, aber ihr werdet sehr viel Ausschnitte aus seinen Let's Plays sehen, die ich dann hier natürlich benutzen durfte, um so ein bisschen das Ganze zu bebildern. Schon einmal vielen Dank dafür. ihr werdet öfter heute seine Let's Plays sehen. Er hat ja alle Pokémon-Spiele Let's Played. Und da habe ich mir das immer so ein bisschen zusammengeschnitten von. Und was erwartet euch heute? Nun, abgesehen davon, dass wir die ganzen Hauptspiele uns angucken, werde ich auch über einige Spin-Offs reden. Es gibt auch einige Spin-Offs, die ich gar nicht so richtig gespielt habe. Ich habe jetzt ja hier ganz viele Pokémon-Spiele meiner Reihe immer aufgelistet. Und ich habe hier aber noch ganz viel mehr rumliegen. Ich habe da zum Beispiel Pokémon Ranger und Pokémon Mystery Dungeon Spiele. Ich habe Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit, Pokémon Ranger die Spuren des Lichts und Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Habe aber mit diesen Spielen nicht wirklich was am Hut. Ganz am Ende kriegt ihr nochmal eine kleine Honorable Mention, was für Spiele ich generell noch so gespielt habe, zu denen ich aber nicht viel sagen kann. Dann gibt es noch ganz viele Top-Listen. Es gibt meine liebsten Attacken, meine liebsten Kämpfe, meine liebsten Städte. Einmal generell meine ganzen liebsten Pokémon nach Typen geordnet. Dann gibt es eine kleine Pinkelpause, wo ich meine liebsten Lieder höre, wo ihr einfach mal frei bewegen könnt, ohne großartig hingucken zu müssen. Dann gibt es noch einen kleinen Exkurs, den der liebe Matze für mich gemacht hat, wo es ums Competitive Gameplay geht und zwischendurch immer noch so ein paar kleine Ausreißer, wo wir ein bisschen Spaß haben. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit natürlich meinen allerersten Pokémon-Spielen mit Pokémon Rot und Blau. Übrigens, ich habe keine Lust, in dem ganzen Special immer zu sagen, so, jetzt kümmern wir uns um Pokémon Rau bzw. Gelb oder Pokémon Diamond und Pearl bzw. ja, ich sage einfach immer irgendeinen Namen. Wahrscheinlich immer das Spiel, was ich gespielt habe. Wenn ich jetzt also sage Pokémon Rot, dann meine ich Pokémon Rot und Blau und später Gelb. Ja, dass wir da auch einmal kurz auf einem Nenner sind. Dieses Video geht sowieso so lange. Es ist eigentlich völlig egal, wie viel ich jetzt laber. Wir machen das Video so lang, wie es irgendwie geht. Und deshalb rede ich auch so viel, wie es irgendwie möglich geht. Ihr findet ja im Timecode zu den ganzen Abschnitten. Vielleicht interessiert euch gar nicht alles. Vielleicht möchtet ihr nur ein paar Teile angucken. Vielleicht alles, vielleicht in Abschnitten. Ist euch völlig überlassen. Ich bin froh, wenn ihr irgendwie Spaß mit diesem Video habt. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder wenn ihr das Video irgendwie verbreitet. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Und jetzt steigen wir ein mit Pokémon Rot, meinem allerersten Pokémon-Spiel, denn ich war von Anfang an dabei. Viel Spaß!
Um zu verstehen, was für einen Hype Pokémon damals ausgelöst hat und um zu begreifen, warum Pokémon unseren Horizont so derbe erweitert hat, muss man sich in die damalige Zeit zurückdenken. 1998 gab es keine Smartphones. Selbst Handys waren nicht so häufig und wenn, dann waren es große Klötze, mit denen man gerade mal anrufen oder SMS schicken konnte. Es gab also kein tragbares Internet. Genauer gesagt gab es gar kein Internet. Ich meine, theoretisch schon, also es gab PCs, die zum Netz eine Verbindung aufbauen konnten, mit diesen alten, lauten Modems, aber es gab halt nicht wirklich Internetseiten. Es gab kein Poke-Wiki, es gab keine Bildersuche und keine Information für uns, wie die 150 Pokémon aussehen, die wir fangen konnten. Wann entwickeln sie sich und wie? Gibt es Mew wirklich? Wie geht dieser seltsame Missing-Number-Cheat? Du hast ein was? Ein Zapdos? Zeig mal, wo denn? Wo? Das sind so die Fragen gewesen, die man auf unserem Schulhof und nachmittags auf unserer Spielstraße gehört hat. Pokémon war ein Phänomen und jeder hat es damals zu seiner Kindheit gespielt. Überall sah man große graue Kästchen oder halt kleinere blaue oder rote, aber gefühlt hatte jedes Kind einen Gameboy und halt Pokémon. Sammeln war damals schon irre angesagt. Die WM98-Karten, Gogos, Quartetts und dann konnten wir auf einmal 150 Monster sammeln, sie trainieren, ihren Namen geben und mit ihnen kämpfen, ganz persönlich gestalten und unser Team auch frei zusammenbasteln. Ein Gefühl von Abenteuer keimte in einem auf, das wir damals so gar nicht kannten. Nicht in so einer Dimension und vor allem nicht auf einem tragbaren Gerät. So konnten wir auf einmal per Videospiel alle miteinander interagieren. Heutzutage ist das alles normal durch das Internet, aber damals hat man seine Spiele zu Hause gespielt. Davon dann erzählt oder man hat sich getroffen und gemeinsam gezockt. Aber so ein globales Phänomen, dass die ganze Schule ein Spiel gemeinsam erlebt hat und unsere Nachbarschaft per Linkkabel verbundene Gameboys quer über die Straße legte, die Autos mussten immer eine Straße außen rumfahren, weil wir da die Straße blockiert haben, das war etwas Besonderes. Wir hatten unsere Sammelkarten, haben den Anime geschaut, bis er einem nur noch auf die Nerven ging, weil er doof war, weil Team Rocket. Ich selbst habe meinen Glurak, mein Garados und mein Simsala auf Level 100 gebracht. Ja, damals hat man nämlich die Pokémon tatsächlich noch in der Liga selbst richtig auf Level 100 gespielt. Und es war tatsächlich einfach ein Abenteuer herauszufinden, wo es dann die fehlenden Pokémon gibt. Arctos war zum Beispiel so abartig versteckt. Chanera war fies selten und auch schwer zu fangen. Viele Pokémon gab es nur in der jeweils anderen Version, aber irgendjemand wusste immer Rat, wenn wir es nicht durch die Endzone oder offizielle Nintendo-Ratgeber erfahren haben. Natürlich gab es auch immer Ärsche, die Gerüchte verbreitet haben, die gar nicht stimmten, so vor allem Mewtwo und Mew waren schon schöne Anreize dafür. Ja, die Trolle, es gab sie damals schon und sie wurden auch damals schon verprügelt. Das Internet bringt einem viele Annehmlichkeiten. Und es ist schön, immer alle Infos sofort parat zu haben und Zeit sparen zu können oder immer online zum Tauschen jemanden zu haben. Aber die Zeit ohne das Internet hatte auch etwas Magisches an sich. Gerade wenn es um so derartige globale Phänomene geht. Dieses Nichtwissen, das abenteuerliche Ausprobieren und gegenseitige Erzählen am nächsten Morgen, das gemeinsame Knobeln und Probieren und das Austesten von Theorien. Heutzutage ist alles ein wenig entmystifiziert, da die Wahrheit nur einen Google-Klick entfernt ist. Und ich glaube, deswegen kann man halt heutzutage nicht nachvollziehen, was für ein Gefühl das alte Pokémon in uns geweckt hat. Egal ob es Rot, Blau, Gelb oder dann später Gold, Silber, Kristall oder dann Rubin, Saphir, Emerald war, für mich war es meine rote Edition, aber mein bester Freund damals hatte die blaue Edition, bevor wir sie dann alle hatten. Ich kann mich noch so erinnern, wir saßen zu vier teilweise hinter ihm, haben ihn auf diesen kleinen grünen Bildschirm gestarrt und waren fasziniert, als er ein Shiggy bekam und wir dann erste Radfratz oder Taubsis getroffen haben. Wir fingen sie ein, gaben ihnen die Namen unserer Lehrer, weil wir sie dann doof fanden, oder die Namen unserer Schwärme, wenn wir das Pipi behalten wollten. Der Mondberg, Roccos erste Arena und alle weitere Sachen haben wir zusammen erlebt,
bis wir dann unsere eigenen Editionen hatten und ich mit meinem Glumanda in die Welt hinauszog. Ich weiß noch heute nach fast 20 Jahren, was meine ersten 6 Pokémon für die Liga waren. Mein Glumanda, dann später ein Taubsi, ein Nidorino, das ich übrigens bis Level 42 nicht zu Nidoking entwickelt habe, weil ich einfach nicht wusste wie. Ein Abra, das ich dann recht schnell auf Level 20 zu Simsala machte, mein liebsten Pokémon ever, ne? Ein Gyarados und ein Gengar. Später musste dann Taubos für Arktos weichen und das war dann mein Team für die Pokémon-Liga. War das ein geiles Gefühl, der Champ zu sein? Tatsächlich habe ich ja damals dann unbewusst ein sehr starkes Team dabei gehabt. Das sollte ich dann erst später merken, als ich mal Pokémon wie Arcani, Yugong oder Elektroball ausprobierte. Das sind jetzt nicht per se schwache Pokémon, aber halt kein Vergleich zu diesem Überteam, das ich damals hatte. Und habt ihr damals auch irgendwann mal dieses Gerücht wahrgenommen, dass man an einem gewissen Zeitpunkt irgendeinen Knopf drücken muss, irgendwie, um die Chance zu erhöhen, dass das Monster im Ball bleibt? Jeder hat irgendwie ein anderes Gerücht gehört und jeder macht es anders. Ich drücke immer genau dann, wenn der Ball aufgeht, ganz fest A. Und wenn man bei Zapdos Stunden verbracht hat, immer wieder den Gameboy an- und ausgemacht hat und Hyperball um Hyperball geworfen hat, denn wir hatten ja nur einen Meisterball, so wurde damals jedes Mal der A-Knopf gedrückt. Ich glaube, ich könnte noch Minuten, Stunden lang weiter Anekdoten aus der damaligen Zeit zum Besten geben. Aber ich möchte einfach darauf hinaus, dass ich glaube, dass Pokémon damals gerade ohne das Internet nochmal ein Stückchen besonderer war. Und ein jeder denkt jetzt einfach mal an sein erstes Pokémon-Spiel ohne Internet zurück. Und an diese Faszination, die es damals auf einen ausgeübt hat. Und ich habe ihn immer noch. Den alten, grauen Kasten. Es ist unfassbar, wie viel Zeit ich mit diesem Gerät verbracht habe. Wie viel Zeit ich in Autos damit verbracht habe, wenn wir im Urlaub gefahren sind oder abends im Bett, wo man heimlich gespielt hat. Ich habe ja schon oft in Gameboy-Videos darüber gesprochen. Und das hier, also das hier ist nicht mehr mein originaler Gameboy, aber das hier. Das ist immer noch mein alter, originaler Gameboy Pocket Blau. Ich hatte ursprünglich einen roten und dann später hatte ich nochmal einen blauen. Und das hier ist auch nicht mehr mein originaler Game Boy Color, aber ich hatte praktisch mit diesen Geräten so unfassbar viel Spaß. Es ist zum Heulen, so viel Spaß hatte ich. Und Spaß hatte ich tatsächlich auch mit diesen ganzen Heftchen und diesen ganzen Einträgen rund um Pokémon, die dabei dann so herausgekommen sind. Da haben wir ja zum einen diese ganzen Pokédex-Einträge. Und es wurde eigentlich recht schnell sehr, sehr spaßig, sich diese Pokédex-Einträge mal so ein bisschen anzugucken. So haben wir da zum Beispiel einmal Glurak, ja, das große, starke Pokémon, der große, mächtige Drache, der ja später auch uns tragen kann. Der ist 1,70. Glurak ist 1,70, wiegt irgendwas bei 80 Kilo. Ich bin 1,89, wiegt irgendwas bei 120 Kilo. Und der soll mich tragen? Ich glaube nicht. Dratini ist größer als Glurak, 10 cm größer. Ungefähr genauso groß wie Glurak ist hier zum Beispiel Entoron. Ja, und der kann mich auch nicht tragen. Also da haut irgendwas nicht so ganz hin mit den Größenangaben von unserem großen, mächtigen Drachen Glurak. Dann haben wir da zum Beispiel die Poker-Einträge von Simsala. Denn Simsala wird ja immer wieder gesagt, sein Gehirn funktioniert wie ein Computer. Er soll einen IQ von 5000 haben. What the fuck? Haut auch nicht so ganz hin. Und sehr witzig fand ich auch immer die ganzen Pokédex-Einträge von Carpador. Ich liebe Carpador. Und dabei ist es echt traurig zu lesen, was da steht. Speziell in den letzten Generationen, da steht ja irgendwann, das ist das erbärmlichste Pokémon, was es gibt. Und überall steht drin, wie nutzlos und erbärmlich dieses Pokémon ist. Das ist fast schon ein bisschen Mobbing und sehr, sehr gemein. Und irgendwo steht sogar, dass ein erwachsenes Carpador mit seinem Platscher über Berge springen kann. Es ist zu herrlich, was da teilweise drin steht. Es gibt da ganze Videos zu und ganze Webseiten zu diesen Pokédex-Einträgen. Das ist wirklich zum Schießen. Guckt euch da gerne was mal an. Auch, dass man, was man da so von Rihorn liest, wie es einfach
quer gegen Sachen läuft. Es gibt wirklich unendlich viele lustige Pokédex-Einträge. Ich glaube auch, dass es immer irgendeinen bei Game Freak gibt, wahrscheinlich machen die immer irgendeine Wette und wer das Ganze gewinnt, der hat dann die Ehre und darf sich den Spaß machen, die neuen Pokédex-Einträge zu schreiben und hat dabei wahrscheinlich den Spaß seines Lebens. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was für Pokémon-Spiele habe ich denn so danach gespielt, nach Pokémon Rot und Blau. Denn klar gab es da irgendwann den neuen Eintrag in der Hauptreihe, aber es sind ja auch direkt nach Rot und Blau und Gelb dann irgendwann sehr interessante Spin-Offs erschienen, was heutzutage auch ruhig mal wieder kommen könnte. Ich habe es ja vorhin bereits erwähnt, aber ich tue es gern erneut. Ich war ein totaler Freak, was das Pokémon-Sammelkartenspiel angeht. In der Schule wurden die Karten getauscht und gesammelt, aber vor allem in unserer Nachbarschaft. Nicht nur die mit Kabel verlinkten Gameboys blockierten unsere Spielstraße, auch unsere Sammelordner, die wir immer schön ausgebreitet haben, damit jeder einmal gucken kann. Wir haben gespielt, aber vor allem getauscht und gefachsimpelt. Erneut war die Abwesenheit jeglichen Internets prägend für unsere Erfahrung. Karten hatten keinen Internetwert oder einen Tierrang. Die Karten waren so stark, wie oft du eben damit gewonnen hast oder dagegen verloren hast. Und sie war so viel wert, wie du sie begehrenswert machen konntest. Natürlich waren die Holo-Karten ganz besonders. Und ich mit meinen drei Starter-Pokémon Holo war der King. Jedenfalls zeitweise. Dann kamen Kinder von außerhalb und hatten noch mehr Karten, noch geilere, so eine neue Edition, Dschungel. Später kamen dann Team Rocket, Fossil, Gym Challenge, Gym Heroes und so weiter. Eigentlich war ja aber auch Professor Eich immer die krasseste Karte. Unnötig zu erwähnen, dass mein Taschengeld immer komplett für diese Karten draufging. Gekauft hat man damals aber vor allem Packs. Karten wurden eher ertauscht. Ja, jedenfalls war das irgendwie in meiner Umgebung so, dass Karten abkaufen irgendwie nicht so gängig war. Mal gegen eine Naschi-Tüte getauscht oder so, aber nicht direkt für Geld gekauft. 2 Jahre nach den ersten 3 Editionen kam dann auch ein Spiel zu diesem Trading Card Game heraus. Es war simpel, aber ich glaube gerade das gefiel mir. Die Regeln des Spiels sind ja auch an sich nicht so groß komplex. Und es waren ja auch echt viele der Karten im Spiel vorhanden und dann auch noch 4 Sonderkarten, die es in physischer Form gar nicht gab, die man im Spiel aber irgendwie gewinnen konnte. Es hat zu viel Spaß gemacht, extra für jede Arena sein Deck auf die dortigen Typen abzustimmen. Denn ansonsten hatte man schon arge Probleme. Einige Gegner waren echt nicht ohne. Diese Musik in diesem Spiel ist auch super gewesen. Richtig geil, dramatische Töne in den wichtigen Duellen. Aber ansonsten ist das Spiel jetzt nicht so der Oberknaller. Aber weil es damals genau in diesen Hype um die Karten fiel, liegt es mir schon besonders am Herzen. Ich habe leider keine mehr meiner alten Pokémon-Karten. Ich habe die alle damals irgendwie vertauscht, irgendwie verkauft. Ich glaube, ich habe die damals dann tatsächlich gegen Magic-Karten getauscht, weil ich dann ja eher so Richtung Magic gegangen bin. Und das war damals noch so, dass die Pokémon-Karten einigermaßen beliebt waren, also habe ich gegen Magic-Karten getauscht. Ich habe ja aber damals, weil ich ziemlich verrückt war mit Pokémon und sehr, sehr viel gesammelt habe, es gab mal irgendwann so eine komische Kaugummi-Serie. Und diese Kaugummi-Serie hat dann halt auch so eine Sticker herausgebracht. Das waren so abziehbare Aufkleber. Und da gab es von allen 150 Pokémon, gab es halt damals diese Aufkleber zum Sammeln. Und die habe ich gesammelt und ich hatte davon ganz, ganz viele. Und dann habe ich mir daraus ein eigenes Quartettspiel gebastelt. Ich habe euch das mal irgendwann in einem Video gezeigt und mir fehlte immer eine Karte. Und das war Nidoking. Und dann hat mir tatsächlich irgendwann mal ein Zuschauer diese Nidoking-Sammelkarte geschenkt. Und vielen Dank dafür. Es ist so cool, das jetzt komplett zu haben. Und das hat halt so viel Spaß gemacht, sich wirklich dieses Spiel auszudenken. Und wie ihr heute in diesem Video ja auch noch übrigens sehen werdet, habe ich mir auch zu einer ganz anderen Sorte von Spielen zu Pokémon auch noch Gedanken gemacht. Aber
Wir kümmern uns erstmal um eine kleine Top-Liste und zwar um meine liebsten Attacken aus der Pokémon-Reihe. Viel Spaß! Meine liebsten Attacken. Ich bin ganz ehrlich, ich kann die meisten Attacken eigentlich gar nicht richtig begründen. Und ich muss euch gleich warnen, ich bin hier sehr, sehr Gen 1 bezogen, weil da die meisten Erinnerungen an die Attacken. Aber wir steigen mal auf Platz 10 ein mit einer Attacke, die ja recht spät erst dazugekommen ist. Vogelstoß ist für mich deshalb halt sehr, sehr wichtig, weil ich habe euch ja mal erzählt, ich bin halt riesiger Simsala-Fan. Und in Gen 1 war Simsala das Monster überhaupt, weil Psycho keine Schwäche hatte. Es lag halt daran, dass die Käfer waren alle unbrauchbar und die Geister hatten keine richtige Geisterattacke. Und die Geister waren auch noch Gift, das heißt selber anfällig gegen Psycho. Das heißt, die Geister hatten alle keine Chance gegen Psycho. Käfer waren sowieso nicht zu gebrauchen, waren meistens auch noch selber Gift. Das heißt, Psycho hatte keine Schwäche. Das hat sich dann mit Unlicht geändert. Und Unlicht war sogar so krass stark, dass das Psycho echt ganz schön runtergezogen hat. Simsala war kaum spielbar, dann kam auch noch Stahl dazu, was dann auch noch eine Resistenz hatte gegen Psycho. Alles schon ziemlich krass. Und dann hatte Simsala ja auch das Problem, dass Simsala theoretisch ja Kampfattacken hätte lernen können, aber Simsala hat keinen Angriff, sondern nur einen richtig krassen Spezialangriff. Und dann kam Fokusstoß. Eine 120er Kampfattacke, die Simsala lernen konnte, die auf dem Spezialangriff basiert. Und das war so geil, dass du endlich mit Simsala eine mega krasse Waffe gegen diese ganzen Unlichtmonster hattest, denn Simsala war sehr schnell. Das heißt, du konntest mit Fokusstoß erstmal schön Unlicht und Stahl war natürlich ein bisschen problematischer. Aber bei Stahl hast du nicht unbedingt sofort eine krasse Unlichtattacke gefressen. Das heißt, du musstest versuchen, mit Simsala ganz schnell mit Fokusstoß das starke Hundemon oder den Torhaido war ja auch nicht das Problem zu One-Hitten, irgendwie tot zu bekommen, damit du selber nicht getötet wirst. Und das fand ich halt so geil, dass Simsala dadurch endlich mal wieder so richtig spielbar war. Deshalb mag ich Fokusstoß. Glut. Ach, so bescheuert eigentlich. Ich habe da halt zurückgedacht. Ich habe in Pokémon Rot, als allererste Starter-Pokémon, das ich genommen habe, war Glumanda natürlich. Ich liebe Glumanda. Und dann hat ja Glumanda irgendwann Glut gelernt. Und ich war ein Monster mit Glut. Gut, später war ich natürlich auch noch ein Monster mit einer gewissen anderen Attacke. Aber erstmal hatte ich Glut, meine erste Spezialattacke, meine erste Feuerattacke. Und auf einmal waren alle diese ganzen Käfer, die mich vorher so genervt haben, waren Opfer. Diese ganzen blöden Safcons und Kokunas mit ihrem blöden Härtner. Boah, hat mich das aufgeregt, wenn du stundenlang mit deinem Kratzer da rumgekämpft hast gegen diese Pokémon, die nichts anderes gemacht haben, als ihre Verteidigung zu erhöhen. Und auf einmal war mir das scheißegal, weil ich hatte Glut, die war mächtig, die waren schwach dagegen. Oh, hat das einen Spaß gemacht. Gut, dann kam Rocco, da war ich dann am Arsch. Und irgendwann später gegen Erika. Gut, da hatte ich Glut nicht mehr so wirklich, da hatte ich dann vielleicht schon andere Feuerattacken. Wobei mein Glut, glaube ich, recht lange gebraucht hat, denn so starke Feuerattacken wie Flammenwurf kamen halt wesentlich später. Und so viele krasse Feuerattacken als TM gab es zu der Zeit gar nicht. Ich glaube, man hat Glut recht lange benutzt, auch noch mit Glutexo. Ich glaube, selbst als Glurak hatte man noch kurz Glut, oder? Bis man dann Flammenwurf und sowas bekommen hat. Ach ja, schöne Erinnerung. Aeroas oder Aeroas, das war die Attacke damals, zu der damaligen Zeit, als ich halt vor allem mit Staraptor und dann auch später mit Altaria gekämpft habe. Ich habe diese Flug-Pokémon geliebt, die waren so stark, die waren so cool. Gerade Staraptor habe ich sehr viel gespielt und der hatte natürlich später Sturzflug und solche Attacken, aber Aeroas habe ich geliebt, deshalb, weil es immer trifft. Es hatte eine schöne Stärke, 60 war eine schöne Stärke für so eine physische Flugattacke, gerade weil man sie recht früh bekommen hat, man hat sie ja sogar später als TM bekommen. Und dieser Fakt, dass man einfach immer getroffen hat, war gerade in einer Zeit, wo sowas wie Doppelteam und Sandsturm und sowas, halt Sandwirbel war das, du hast immer das Gefühl gehabt, sobald einmal deine Genauigkeit gesenkt wurde, hast du nie wieder irgendwas getroffen. Das Problem hattest du nicht mit solchen Attacken wie Aeroas. Es gab das natürlich auch noch als Elektroattacke, Name fällt mir gerade nicht ein. Es gab das für viele Attacktypen, praktisch diese eine Attacke, die immer trifft. Und Aeroas habe ich genau deshalb so sehr genossen, weil man sie recht früh bekommen hat. Und meine Flug-Pokémon waren dann einfach meine Bank. Ich konnte immer auf die beiden zählen. Geil. Mondgewalt ist so eine coole Attacke. Für mich war der Typ Fee halt relativ neu. Ich habe diese Pokémon-Edition gespielt, wo Fee dazugekommen ist, aber so richtig, ich sag mal, Feen-Typen, mit denen man auch richtig spielen konnte, gab es damals nicht. Viele der Pokémon mochte ich nicht.
viele der Pokémon waren ein bisschen komisch. Und dann hatte ich natürlich irgendwann meine Primarine. Und davon abgesehen, dass ich dieses Pokémon sehr schön fand, das ist ein bisschen erinnert das natürlich an Milotic von der ganzen Grundgestaltung her. Trotzdem ein schön gestaltetes Pokémon. Und dann hattest du Mondgewalt. Eine richtig starke Feenattacke. Und dann hast du den Typ Fee auch erstmal so richtig zu schätzen gelernt. Gegen die ganzen Drachen, gegen Unlicht und gegen andere Sachen hattest du auf einmal eine so mächtige Waffe. Und generell diese Typkombination Fee-Wasser ist eine sehr schöne Typkombination. Das ganze Pokémon wirkte rund und dann diese riesige geile Mondgewaltattacke, die einfach nur geil aussah. Du hast dich irremächtig gefühlt mit dieser Attacke. Sehr schön. So, das war's jetzt aber, glaube ich, auch schon mit den etwas neueren Attacken. Jetzt werden wir echt so ein bisschen oldschool Schlitzer. Also pass auf, Schlitzer mag ich nur in Pokémon Rot und Blau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Gelb immer noch diesen Fehler gab. Denn es gab da ein paar Attacken, die hatten, ich sag mal, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Und damit meine ich, dass sie zu 95% einen kritischen Treffer verursacht haben. Und ich habe das Gefühl, immer. Schlitzer und Rasierblatt sind jetzt die beiden, die mir einfallen. Ich glaube, es gab da aber noch was. Ich habe jetzt zu wenig drüber nachgegrübelt. Aber vor allem Schlitzer und Rasierblatt sind die beiden Attacken, die du eigentlich immer irgendwie benutzt hast. Und Schlitzer hattest du halt recht früh. Dein Glutexo hat irgendwann Schlitzer gelernt. Es gibt noch viele andere Pokémon, die Schlitzer lernen können. Aber viele der Pokémon waren halt nicht so wirklich zugänglich. So Parasect zum Beispiel war kein starkes Pokémon. Hatte zwar einen starken Angriff, aber zu viele Schwächen. Die Fossilien hast du halt erst später bekommen. Also vor allem hier Kabutops hatte dann ja Schlitzer. Auch Sichlor und Pinsir sind zwar okay, aber waren damals in der Gen 1 noch nicht so stark und auch schwer zugänglich in der Safari-Zone. Boah, Mauzi und Snubbillycat waren jetzt auch keine starken Pokémon und generell ging das dann halt so durch die Bank durch. Die einzigen drei, bei denen man das wirklich benutzt hat, waren halt Dicta und Dictry, Sandama und Sandan halt, weil die ganz cool waren, die Pokémon, und natürlich mein Glutexo hat Schlitzer gelernt, recht früh sogar. Und als ich dann gebe, immer Volltreffer, du hast alle weggeknackt mit Schlitzer. Später dann dein Glurak weiter, immer Schlitzer benutzt und diese Attacke war so broken. Das gleiche gilt für Rasierblatt, deshalb haben auch viele am Anfang dann ganz schnell gemerkt, dass dieser Samen gewählt werden sollte, weil als du dann diese Rasierblattattacke hattest, du hast alles weggemacht, was auch nur ansatzweise mit einer Pflanzenattacke angreifbar war. Erst so ganz spät im Spiel, wo die richtig starken Attacken kamen, hast du dann vielleicht mal eine andere Attacke genommen, aber allein dieses immer Volltreffer war so mächtig. Weil gerade in Pokémon, die ja ihre Statuswerte verändert haben, das wurde ja durch einen kritischen Treffer dann komplett negiert und das war eine Macht. Schlitzer war eine Macht. Knirscher! Wie geil! Ich war so gehypt, als in Pokémon Gold und Silber dieser Unlichttyp dazu kam. So geil! Dunkel, düster, mächtig, stark. Endlich mal eine Waffe gegen Psycho, auch wenn ich selber ja Psycho gern gespielt habe. Richtig geiler Typ. Und die Pokémon waren auch so cool. Wir hatten Despotar, wir hatten später in der Gen 3 dann Tomhaido. Wir hatten davor einen Hundemon und so viel coole Unlicht-Pokémon. Und dann gab es diese geile Knirscher-Attacke. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Knirscher nur Stärke 90 hatte. Denn es gab ja dann, als der Typ eingeführt wurde, keine 120er Unlichtattacke. Das heißt, ein Spezialtyp, der keine 120er Attacke hatte. Und das war einer der ganz wenigen. Ich glaube, nur Psycho und Unlicht hatten keine 120er Attacke. Gut, in dem Sinne war es vielleicht passend. Aber Knirscher fühlte sich einfach unglaublich stark an. Und gerade wegen dieser Attacke habe ich Hundemon so geliebt. Du hattest Biss, der immer schon genervt hat, weil die Pokémon zurückschrecken. Knirscher hat dann den Job beendet und hat übel Schaden gemacht. Und es sah so cool aus, dieses riesige Gebiss. Geile Attacke. Komm, muss ich wirklich begründen, warum Erdbeben auf dieser Liste ist? Es ist die Bodenattacke, Alter. Es ist ein Monster von Attacken. Am Anfang war es so krass. Boden war so effektiv gegen viele Pokémon, die sonst sehr schwer zu besiegen waren. Erdbeben war deshalb auch sehr stark, weil es ein physischer, starker Angriff war, um solche Probleme wie Simsala zu beseitigen. Boden war halt sehr stark gegen Elektro-Pokémon, die sehr, sehr stark waren in Generation 1. Und andere Typen, aber gerade das waren halt die Stärken von, und ich hab's geliebt, mit Geowatz Erdbeben zu machen oder mit Nidoking mein Erdbeben zu casten. Später wurde die Attacke nur noch cooler, weil du wiederum starke Pokémon damit wegbekommen hast. Später wurde halt sowas wie Stahl
und Gestein echt stark. Und dann hattest du dein Erdbeben dagegen. Gut, dann gab es wiederum später so Fähigkeiten wie Schweben, das hat das Ganze gebremst. Und dann ging es aber nur völlig ab. Dann kamen die Multikämpfe, die Mehrfachkämpfe und dann hat Erdbeben die ganze Arena angegriffen. Und es war so cool, dieses riesige Erdbeben zu casten und du hast alles weggeknackt. Es war dann auch cool, wenn du halt als dein Teampartner extra ein Pokémon mit Schweben oder ein Flug-Pokémon hattest, damit das eben nicht getroffen wird und dann hast du Erdbeben gemacht und bam, alle. Es hat so Spaß gemacht und es sah auch immer so cool aus. Und da ist jetzt so ein kleiner Überschwung zu einer gewissen Sache, die ich jetzt gleich speziell ansprechen werde, wenn es an die nächsten Plätze geht. Weil tatsächlich so bei den alten Pokémon-Generationen für mich auch der Sound und wie die Attacke wirkte, sehr viel ausgemacht hat. Surfer war eine VM. Ich hasse VMs, aber Surfer war eine 90er, also vom 90-Angriff her, starke Wasserattacke. Und das war viel, viel wert. Vor allem hatte sie 15 AP. Hydropumpe hat ständig nicht getroffen, nur 5 AP. Eine schwierige Risikoattacke, aber Surfer hat immer getroffen und war meistens stark genug. Ob dein Garados jetzt einen Surfer castet oder eine Hydropumpe, der Gegner war sowieso tot. Das gleiche galt dann auch für Lapras oder andere Wassermonster, Turtok und so. Es hat so einen Spaß gemacht, Surfer zu casten, vor allem, weil das meinte ich eben, die Attacke super cool klang. Es gibt so gewisse Attacken, die hatten einfach einen so coolen Sound, die haben sich einfach schon super mächtig angefühlt. Und wenn du da Surfer siehst, so wie erst die Wellen kommen und dann dieses Dülüt, wo Hydropumpe ja 3 hatte, hatte Surfer dann nur 2 und es hat sich so cool angehört. Es gibt halt so Attacken wie Solarstrahl und Hyperstrahl und Aurorastrahl. Auch Steinhagel, die haben einfach so cool geklungen und hatten einen so geilen Sound, dass sich die Attacke einfach schon übelst krass angefühlt hat. Und das galt hier unter anderem halt auch für Surfer. Ja, Psychokinese, es ist klar. Es war die Psycho-Attacke. Ja, ich habe Rosana, fand ich ja später so geil. Auch das Pantymos war stark. Selbst Hypno hatte die coole Attacke. Und natürlich mein Simsala, mein geliebtes Simsala, hat mit Psychokinese alles weggemacht. Kein Pokémon war sicher vor Psychokinese. Wie gesagt, es gab ja damals noch nicht so wirklich die Schwächen vom Psycho. Das heißt, es gab keinen einzigen Typ in Generation 1, der eine Resistenz hatte gegen Psycho. Jedes Pokémon hat den Schaden bekommen. Wenn ich mich da jetzt nicht gerade vollkommen irre. Später wurde es natürlich anders mit Unlicht und mit Stahl und solchen Sachen. Aber dass du halt wirklich ein Käfer-Pokémon hattest, das dir bedroht hat, nö. Die Geister hatten alle Gift, waren alle tot. Es war nicht sicher vor meinem Simsala. Gleichermaßen war es aber auch übelst krass, wenn du irgendwann mal einen Gegner getroffen hast, wie zum Beispiel in den Top 4 später, der dann einen Simsala gegen dich hatte. Reflektor an. Und auf einmal hast du gemerkt, dass du ein richtiges Problem hattest. Selbst bei Sabrina war das Simsala mit der Psychokinese schon ganz schön krass. Und, oh Gott, liebe ich die Attacke. Die sah auch so cool aus. Der Bildschirm hat geflackelt. Ich liebe Psychokinese. Aber da gibt's da ja noch Eisstrahl. Und Eis war mein zweitliebster Typ. Auch weil natürlich die Typkombination sehr stark war. Ja, es hatte Feuer als Schwäche, aber viele der Eis-Pokémon hatten auch Wasser im Typ mit drin, Lapras zum Beispiel. Und dann hatte der Gegner halt wieder ein Problem. Und ich habe natürlich Arktos geliebt, mein zweitliebstes Pokémon. Und warum ist denn jetzt mein zweitliebster Typ und mein zweitliebstes Pokémon mit der Attacke hier auf Platz 1? Ganz einfach, weil Eisstrahl so ein bisschen vielseitiger war. Eisstrahl war auch in den späteren Generationen danach sehr mächtig, auch weil du Eisstrahl vielen Pokémon beibringen konntest. Psychokinese war so ein bisschen beschränkter. Du hattest Gengar, du hattest Simsala als wirklich starke Pokémon, die du immer benutzt hast für Psychokinese. Auch Rosana war krass stark. Und Rosana hat dann ja auch Eisstrahl gelernt. Und Eisstrahl konntest du aber auch vielen anderen Pokémon beibringen. Deine Drachen haben oft noch Eisstrahl gelernt. Die normalen Pokémon konnten alle auf jeden Fall Eisstrahl lernen. Psychokinese auch oft, aber Eisstrahl konnten auch immer deine Wasser-Pokémon lernen. Hatten zwar eine Einbuße, weil sie selber nicht den Typ Eis hatten, aber es war eine mega starke Attacke. Und Eis war auch so unglaublich effektiv gegen so viele Typen, gegen die sonst Probleme bestand. Gut, die Typen haben sich auch viel gegeben.
Aber mit Wasser konntest du dann die Feuer-Pokémon wegmachen. Und mit Eis hast du dann zum Beispiel auch die Flug-Pokémon bekommen. Und ich fand, das war einfach eine super coole Typkombination. Eisstrahl sah aber auch so unglaublich cool aus. Erst dieser geile Strahl, so und dann diese Eiswand, die sich vor den Pokémon hochzieht, das sah so cool aus. Das hat sich richtig angefühlt, als wenn du sie mit deinem Eisstrahl hinter so einer Gletscherwand einfrierst. Und du konntest sie ja tatsächlich einfrieren. Und in Generation 1 und 2 war es tatsächlich so, eingefroren war tot. Die Pokémon sind da nicht mehr rausgekommen. Irgendwann wurde es ja verändert, dass die Pokémon tatsächlich eine relativ vernünftige Chance hatten, da wieder rauszukommen. Aber damals hieß vereist, hieß einfach nur tot. Und man hatte mal so ein kleines bisschen, oh, hoffentlich friere ich den ein. Und komm, wie oft ist uns das passiert, dass wir einen aussichtslosen Kampf geführt haben. Du warst eigentlich tot, deine letzte Aktion war ein Eisstrahl, du hast den Gegner eingefroren und hast dann doch noch gewonnen. Ach, war das ein geiles Gefühl. Ja, sorry, ich bin da sehr, sehr Gen 1 und 2 bezogen. Aber was soll's. Ich habe eben schon ein bisschen die Pokémon-Spin-Offs angesprochen. Und ihr wisst, ich bin schon lange sehr, sehr heiß auf ein ganz bestimmtes Spin-Off. Und wir kümmern uns mal um zwei davon, wobei ich das eine eigentlich nie so richtig gespielt habe, wie man es eigentlich spielen sollte. Aber es gab da so eine kleine Sache in diesem Spiel, die hat so unendlich viel Spaß gemacht. Wir gucken uns diese kleinen, komischen Spin-Offs einmal an. Oha, oha, Nintendo, es wird Zeit. Wenn ich nicht bald ein neues Spiel bekomme, in dem ich Fotos von Pokémon machen kann, dann geht's aber los. Wie, was? Nein, man fängt hier keine Pokémon. Kämpfe? Nein, nein, ich krieg hier Punkte. Für besonders genaue und tolle Posen. Und wenn man das Bild richtig schön mittig hat, dann sind dann mehrere drauf, gibt es Sonderpunkte. Natürlich will man dann immer das perfekte Bild haben und den Highscore. Es klingt so bekloppt, ich weiß. Und es ist wirklich schwierig, die Faszination Pokémon Snap zu erklären. Ein großer Faktor war natürlich die Liebe zu diesen kleinen Gestalten, also auch den großen Gestalten natürlich. Aber irgendwie ist es mehr als das. Ich glaube, ein Monster Hunter Snap würde mich genauso faszinieren. Man sah hier die Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum, fotografierte sie bei ganz normalen Aktionen und begegnete ihnen halt nicht nur im Kampf mit einem anderen Trainer. Man kann sich zwar nicht frei bewegen, sondern fährt hier auf einer Schiene und man kann auch nicht selber anhalten, aber gut, wir sind ja auch im Jahr 1999. Natürlich bekommen wir hier kein Open-World-Pokémon-Spiel. Ich meine, verdammt, wir haben immer noch keins. Aber sie haben es wirklich perfekt um diese Schienen herum designt. Du warst immer unter Zeitdruck, um die richtigen Posen hervorzulocken und teilweise hast du ja eine ganze Stage lang eine bestimmte Situation vorbereitet, um das perfekte Bild zu erhaschen. Rechts läuft ja gerade ein Pikachu lang. Aber wenn du dich jetzt damit beschäftigst, dann geht dir vielleicht das Smetbo da weiter vorne. Entscheide dich. Ein Ball, ein Apfel und die Pokeflöte, es hat so viel Spaß gemacht, die Highscores der Bilder zu vergleichen und neue Stages mit neuen Pokémon zu entdecken. Im Album dann mit dieser schönen Musik besondere Schnappschüsse anschauen und auf der geheimnisvollen Regenbogenwolke Mew zu sehen, was damals echt beeindruckend war. Für mich war es tatsächlich das erste Mal, dass ich Mew in einem Spiel begegnet bin. Die Musik in dem Spiel ist so wunderschön. Das macht alles noch so ein Ticken geheimnisvoller, weil diese schöne Musik einen begleitet. Ich war so begeistert von diesem Spiel. Ich hatte damals von allen Pokémon, von denen man ein perfektes Bild schießen konnte, auch eben diese maximale Punktzahl. Und das war eine Heidenarbeit.
Von vielen anderen hatte ich auch mega hohe Punktzahlen. Aber erneut, ohne Internet, da wusste man auch nicht viel vom Rest der Welt. Übrigens, mein schwerstes Bild war das perfekte Zapdos. Nee, Lavados. Das perfekte Lavados war am schwersten. Es gibt kaum ein Spiel, das ich mir so sehr zurückwünschte wie ein Pokémon Snap. Natürlich dann mit freier Bewegung in einem endlos großen Areal. Pokémon frei beobachten, um sie dann in wirklichen seltenen Momenten zu erwischen. Ein Safcon, genau dann, wenn es zum Smetbo wird. Die Chancen, eins dabei zu erwischen, das in Echtzeit schlüpft, das ist natürlich enorm gering. Oder ein Schwalbos dabei zu sehen, wie es die kleinen Schwalbini füttert. Ein Karpador, wie es plätschert. Oder dann vielleicht ein seltenes Milotic. Ach ja, ich fange wieder an zu träumen. Vielleicht. Irgendwann. Wir liebten unsere Pokémon also zu diesem Zeitpunkt enorm heftig. Jetzt bekamen wir Kunde, dass wir unsere eigenen Pokémon, unsere Lieblinge, per Transferpaket in ein N64-Spiel transferieren und mit diesen dann echte Kämpfe in 3D austragen konnten, mit richtigen Attacken und so weiter. Alter, wir waren so krass heiß auf Pokémon Stadium und alle anderen blieben ja auch begeistert. Aber dann merkten wir schnell, dass das Ganze irgendwie eine Mogelpackung war. Denn wir sahen unsere Pokémon ja gar nicht miteinander kämpfen. Die Attacken wurden animiert und kamen dann auf der anderen Seite an. Aber zusammen auf einem Bildschirm mit Attacken und so weiter, das gab es gar nicht. Für mich war das schnell ein Dealbreaker, aber viel schlimmer fand ich etwas anderes. Die ganzen Verhältnismäßigkeiten der Werte der Pokémon wurden nicht aus den Gameboy-Spielen 1:1 übernommen. Sie haben es praktisch in diesem Spiel neu programmiert und das merkte ich halt deutlich. Ich hatte meine rote Edition so verinnerlicht. Ich wusste, welches Pokémon auf welchem Level welche Attacke lernt und ich konnte gut abschätzen, wie viel Schaden ein Level 50 Sandama einem Level 50 Raichu mit Erdbeben machen würde. In Pokémon Stadium war das alles irgendwie zum einen nicht konstant und einfach total anders. Das störte mich enorm und raubte mir echt den Spaß an diesem normalen Spielemodus. Also, ich rage jetzt gerade ein wenig, aber wir hatten tatsächlich auch sehr viel spaßige Momente mit diesen Mega-Battles. Alleine konnte ich dem Ganzen so aber absolut nichts abgewinnen. Sehr kultig sind aber natürlich diese Kommentatoren mit ihren blöden Sprüchen. Ach ja, und in Pokémon Stadium trifft übrigens mein Donner nie! Niemals nie! Scheiß Kackdonner! Aber Pokémon Stadium hatte ja nicht nur diese Versus-Kämpfe oder den Babykampf, den Kampfturm und all diesen Schnickschnack. Es gibt da ja noch den Spielplatz mit den Minispielen. Diese Minispiele sind der Oberhammer. Mal abgesehen jetzt vom Pipi-Spiel, das wir alle immer gehasst haben. Wobei selbst hier war es witzig, wenn jemand da echt Panne eingegeben hat und wir uns alle kaputt gelacht haben, wenn er mit dem Hammer gehauen wurde. Es war irgendwie alles witzig. Mit Traumpato musstest du dann im richtigen Takt Hypnose wirken, um nicht selber einzuschlafen. Mit Karpador musstest du einen Rhythmus entwickeln, damit man möglichst oft mit Platscher an den Schalter da stößt. Radfratz hatte ein nettes kleines Hindernisrennen. Safcon oder Kokuna ein Reaktionsspiel, Pikachu ein, ja, wer drückt die Knöpfe am schnellsten, muss aber aufpassen, dass er auch im richtigen Moment drückt. Bei Sandan haben wir dann alle den Controller vor uns zwischen die Beine geklemmt und dann natürlich wie bekloppt auf die Schultertasten gehauen. Das Retternspiel war das zweite Highlight. Du musstest deine Nattern als Ring möglichst schnell um ganz viel auftauchende Dickdas werfen. Die goldenen geben dabei 3 Punkte. Das war gar nicht so einfach mit dieser alten Steuerung, aber man hatte irgendwann den Dreh raus und wir hatten so viele lustige Runden damit. Aber das war alles natürlich nur ein Scheißdreck im Vergleich zum Minispiel aller Minispiele. Eins der beklopptesten Pokémon überhaupt hatte den geilsten Scheiß bekommen. Ein Sushi-Wettessen. Es ist diese Art von Minispiel, die einfach nur in Japan entstehen kann.
Man rennt mit Schlurp in der Mitte eines Sushi-Karussells herum und versucht, möglichst viele Punkte durch Sushi zu erreichen. Isst man dabei mehrere hintereinander, erhöht sich der Punktemultiplikator. Man kann also die seltenen teuren essen oder viele günstige hintereinander. Aber Achtung! Die Dosen sind schlecht und Schlurp verbrennt sich entweder die Zunge und rennt wie besenkt herum oder ihm wird schlecht und er rennt wie bekloppt herum. Das nervt tierisch. Und vor allem wird der Multiplikator unterbrochen. Ach, und habe ich erwähnt, dass man die anderen schubsen kann, indem man gegen sie rennt? Ich habe noch vor Augen, wie wir Tränen gelacht haben, weil wir uns ständig gegenseitig mitten in der Schlurpattacke angerempelt haben, damit der andere das Falsche ist. Der hat sich dann übelst aufgeregt und dann wiederum uns extra das Sushi weggegessen, damit, ja. Freundschaften wurden arg strapaziert in diesem Spiel. Und ich weiß noch einmal, da hatte ich so einen richtig krassen Run. Ich wollte halt mega viel essen, ich habe mega viel hintereinander bekommen, wollte gerade noch Rekord machen und dann bekamen die anderen das aber mit. Die grinsten und fortan würden sie mich alle nur noch schubsen und ich aß ständig Dosen. Scheiß Sushi! Und ich brüllte nur noch, lasst mich doch mal jetzt, ich krieg den Rekord im Ernst jetzt, Jungs, hört mal auf jetzt. Aber die lagen schon am Boden vor Lachen und machten einfach weiter. Ich selbst musste dann auch lachen und wenn mich das auch gerade echt ärgerte, ich versuchte verzweifelt gegen die anderen irgendwie an mein Sushi zu kommen. Und die hatten schon Bauchweh vor Lachen, als ich dann wieder einmal eine Dose fraß und mein Schlurp wie wild durch die Gegend lief. Mit diesem bekloppten Geräusch. Und natürlich schaffte ich keinen Highscore. Danach brauchten wir und unsere Bäuche erstmal Pause. Ganze Abende lang haben wir nur diese Minispiele von Pokémon Stadium gespielt. Das Hauptspiel war uns Wumpe, aber Schlurp, Gott, wie oft haben wir das gespielt. Teil 2 habe ich nie wirklich damals gespielt. Ich habe mir die Minispiele mal mit einem Kumpel an einem Retro-Spieleabend angeschaut. Die sind teilweise echt ganz cool, auf jeden Fall. Vor allem Berry Ball, das Schneiden mit den Käfern, das Spiel mit Capoeira oder mit Pantymos, aber da war halt nichts dabei, was irgendwie mit dem Sushi-Spiel konkurrieren konnte. Pokémon Stadium 2 ist einfach an mir vorbeigegangen. Ich habe ja die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Ich glaube irgendwie immer noch, oder ich hoffe es immer noch, weil Pokémon doch so eine große Marke ist. Es ist ein beliebtes Franchise. Ich meine, es ist nach Mario immer noch das Franchise, was am meisten Geld eingespielt hat. Das wird vielleicht irgendwann mal überholt von Call of Duty, GTA oder sonst was. Aber im Moment ist es einfach nur so derbe erfolgreich. Auf den Handhelds verkauft es verkauft sich immer wie geschnitten Brot, egal was die von Pokémon rausbringen. Und warum gibt es kein Pokémon Snap 2? Auf der Wii U wäre es so perfekt gewesen und auch jetzt mit der Switch, es bietet sich doch einfach an. Und ich glaube immer noch, dass wir irgendwann, vielleicht in den nächsten 2 Jahren, wenn es nicht in den nächsten 2 Jahren kommt, dann kommt nie ein Pokémon Snap. Aber ich würde mich immer noch so freuen, wenn ich das nochmal irgendwie spielen darf. Natürlich wäre es toll, wenn es viel moderner wird und man viel freier in der Gegend herum. Am besten wäre so eine Verbindung aus Pokémon Go und Pokémon Snap. Aber ich bin schon dankbar, wenn es irgendwie neu herauskommt. Jetzt kümmern wir uns nochmal um eine kleine Top 5. Und zwar um meine liebsten Städte aus der Pokémon-Reihe. Und da habe ich einfach mal so überlegt, gut, was für Städte, also jetzt nicht vom Optischen her. Es gibt viele tolle Städte, gerade in den neueren, auch gerade in Pokémon Sonne und Mond gibt es da kleine schöne Inselstädte. Es gibt sehr, sehr große Städte. Aber ich habe einfach mal ganz blöd überlegt, welche Städte fallen mir als erstes ein. Und tatsächlich ist es dann oft so gewesen, dass da sehr viel Nostalgie mitgeschwungen hat. Das konnte ich nicht vermeiden. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal meine liebsten 5 Städte an. Ein schöner Einstieg ist natürlich Alabastia als die Heimatstadt. Pokémon Rot, Pokémon Blau, von mir ist auch Pokémon Gelb. Der allererste Anfang, du kommst an in Alabastia. Ihr zieht da ein, du triffst den Professor, du bekommst ein Starter-Pokémon, kämpfst praktisch gegen dein allererstes wildes Pokémon, alles da unten in der Ecke von Alabastia.
aber natürlich auch durch die Pokémon-Serie und durch Ash Ketchum und die ganze Geschichte und den Manga, halt diese ganze Geschichte um Ash herum, der Junge aus Alabastia. Es ist einfach die Heimatstadt. Aber warum ist sie dann nicht noch weiter oben? Nun, weil da nicht wirklich viel passiert in Alabastia. Gut, ja, Pokémon, du bekommst das und so. Du kehrst ja sogar in Pokémon Gold und Silber zurück. Und wir haben ja immer noch Hoffnung, dass wir irgendwann als alte Rot und Blau Gen 1 Fans, dass wir irgendwann mal wieder nach Alabastia zurückkehren. Ach, da hängt echt viel Erinnerung dran. Da hat das ganze Abenteuer gestartet. Aber wie gesagt, da man eigentlich sehr wenig selbst in Alabastia macht, ein schöner Einstieg in die Liste. In Phinak machst du tatsächlich ein bisschen mehr. Es ist praktisch diese allererste Oasenstadt aus Pokémon Colosseum. Und da machst du tatsächlich echt viel, habe ich das Gefühl. Ich habe immer wieder, wenn ich dieses Spiel spiele oder an dieses Spiel zurückdenke, dann habe ich das Gefühl, das halbe Spiel findet in dieser Stadt statt. Das ist natürlich Quatsch. Aber du triffst dort das erste Krypto-Pokémon, du triffst dort erstmal diese komischen Teammitglieder, triffst viele andere Charaktere hier das erste Mal. Andere Charaktere, die du triffst, die lernst du hier praktisch ein bisschen kennen in der Stadt, bekommst ein paar Quests, kriegst neue Pokémon dazu. Dein erster richtiger großer Kampf gegen einen Endgegner. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man ist stundenlang in dieser Stadt und es passiert so unglaublich viel. Ja, es ist der erste Eindruck von dem Spiel und es ist ein super cooler erster Eindruck von Pokémon Colosseum. Illumina City ist so ein bisschen eine Hassliebe, denn tatsächlich ist ja das allererste Mal, wenn man in diese komische Stadt kommt, ist sie mega unübersichtlich. Du wirst regelrecht erschlagen von dieser Stadt. Die ist auch so komisch aufgebaut. Halt von der Mitte aus, klar, aus dem Platz kannst du in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Du kannst auch mit dem Taxi da rumfahren. Und in der Theorie ist das ja alles so ein bisschen beschildert. Das heißt, diese ganzen Areale haben ja so ihre eigenen kleinen Stadtgebiete und haben ja Namen. Trotzdem war es so unglaublich kompliziert, herauszufinden, wo musst du jetzt genau lang gehen, um da irgendwo hinzukommen. Ich weiß noch ganz genau, das eine Mal habe ich eine Quest bekommen. Und ich habe echt eine Stunde lang gesucht, ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Gleichermaßen gibt es aber auch unglaublich viel zu tun in Illumina City. Das meiste davon merkst du noch nicht mal beim ersten Mal durchspielen. Aber wenn du das Spiel dann durch hast und du treibst dich dann noch ein bisschen mehr in dieser Stadt rum, dann triffst du ja noch im Café noch ganz andere Personen. Und sehr viel Story wird hier ja auch getrieben in Illumina City. Und es ist einfach eine echt schön gemachte Stadt an sich, wenn man sich erstmal in dieser Stadt zurechtfindet und einfach, weil hier so unglaublich viel passiert und sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, der Stadt sehr viel Leben einzuflößen. Und ein schöner Mittelplatz. In Dukatia City in Pokémon Gold und Silber hat man halt auch super viele Erinnerungen dran. Es ist irgendwie die Stadt, in der das meiste passiert. Nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist ja auch so. Wir erinnern uns an den Untergrund, den man hier in Dukatia City betreten kann. Du bekommst hier deine schöne Gießkanne, mit der du Mogelbombe gießen kannst. Du bekommst das Fahrrad doch auch hier. Du bekommst den Radiosender und kannst natürlich in diesen unheimlichen schwarzen Radioturm rein, das natürlich von einem gewissen Team dann gerade eingenommen wurde. Du musst natürlich auch mehrmals in die Stadt, erst Untergrund, dann Radioturm und so weiter. Und irgendwie das halbe Spiel findet hier statt, auch weil die Bösen jedes Mal in diese Stadt einfallen. Jedes Mal so kleine versteckte Häuser, in denen irgendwas passiert. Ach, einfach eine ziemlich coole Stadt. Natürlich spielt auch Nostalgie mit, weil es die Hauptstadt war aus meinem zweitliebsten Pokémon. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was auf Platz 1 lungert. Ja, richtig, es ist natürlich eine Stadt aus Pokémon Rot und Blau. Sorry, die Nostalgie geht da einfach immer mit einem durch. Prismania City ist natürlich die große Hauptstadt in Pokémon Rot und Blau gewesen. Auch hier passiert natürlich unglaublich viel. Es ist ein riesiges, großes Einkaufszentrum. Du hast hier Erika, den Arenaleiter. Ah, und dann kriegst du natürlich hinten in dem Haus dein Evoli. Und dann ist nach links auf einmal der Weg gesperrt mit dem Relaxo, wo du dann die Pokeflöte brauchst. Und natürlich Team Rocket, dass du hier in diesem coolen Untergrund, da triffst du das erste Mal doch auch Giovanni, glaube ich, ne? Und der Untergrund, der war halt damals einfach ziemlich cool. Und natürlich die Spielhalle. Die legendäre Spielhalle. Gott, wie viel musste man da theoretisch spielen? Nicht nur theoretisch, wir haben damals stundenlang hier in dieser Spielhalle gespielt, ohne Cheats, ohne irgendwelche Tricks, um die ganzen Münzen zu sammeln, um natürlich Porygon zu bekommen, das man damals anders nicht bekommen hat, um Triplette zu bekommen. Und selbst Dratini haben wir uns teilweise so erfarmt. Und Abra, oder ich weiß, ich habe so viel Zeit in dieser Spielhalle verbracht. Und damals, als man wirklich keine Cheats hatte und auch keine irgendwie tollen Tricks aus dem Internet, man hat einfach das Beste aus dem gemacht, was man da irgendwie hatte und hat versucht, mit diesem Glücksspielautomaten möglichst viele Münzen zu sammeln. Ach Gott, habe ich viele gute Erinnerungen an Prismania City. Ach ja, oben an diesem coolen Wasserautomaten bekommst du ja auch
Oh, cool, da bekommst du ja so richtig geile 3 TMs. Steinhagel, Eisstrahl und Donnerblitz, glaube ich, ne? Die, mega geil. Ach, ich liebe diese Stadt. Das waren meine liebsten 5 Städte aus der Pokémon-Reihe. Jetzt wird es natürlich Zeit, nach all diesen komischen Spin-Offs und diesen kleinen Top-Listen, dass wir uns dann auch endlich mal um den ersten Nachfolger von Pokémon Rot und Blau kümmern. Natürlich ist dann irgendwann Pokémon Gold und Silber herausgekommen. Und dann gab es natürlich auch irgendwann wieder mal diese Sonderedition von Pokémon Gold und Silber. Ich hatte damals Pokémon Gold. Und gleich nach Pokémon Gold und Silber kümmern wir uns dann einmal um die 3. Generation. Wie fand ich diese beiden Generationen? Gucken wir uns mal an. Pokémon Rot und Blau und diese ganzen Ableger waren für uns also das allergrößte überhaupt, kurz vor dem Millennium. Als wir dann hörten, dass es einen Nachfolger geben wird, mit 109 Pokémon, 2 neuen legendären Vögeln und 3 legendären Hunden, Alter, diese Spiele waren so schnell überall ausverkauft und ich war so froh, dass ich meine goldene Edition ergattern konnte. Das Spiel fing ja genauso episch an wie die Vorgänger, nur dass wir hier dann die Johto-Region erforschen durften. Neue Arena-Leiter und eine neue Top 4, Baby-Pokémon und im Zuge dessen die Zucht mit Geschlechtern, das wurde eingeführt und tatsächlich würde diese Edition sehr viele Fortschritte mit sich bringen. Die Tasche hatte eigene Fächer für Pokebälle, von denen es hier dann auch viele verschiedene gab, für TMs, für Heil-Items und so weiter. Außerdem konnte man ein Item wie das Fahrrad auf Select für eine schnelle Auswahl legen. Man konnte den Pokémon Items zum Tragen geben, Beeren wurden eingeführt, es gab Tag- und Nachtzyklen, Pokémon haben einen Wert, wie gerne sie dich haben und Angriff wurde hier klar von Spezialangriff getrennt und Abwehr von Spezialabwehr. Ja, und natürlich wurden 2 neue Typen eingeführt, Unlicht und Stahl. Während Unlicht direkt als Konter zum viel zu starken Psychotyp gedacht war, so hatte auch Stahl eine Resistenz gegen Psycho. Hinzu kam, dass es mehr Geister und stärkere Käfer gab, was insgesamt dazu führte, dass Psycho-Pokémon es sehr schwer hatten in dieser Generation. Außerdem fanden wir erstmals heraus, dass Psycho gar nicht effektiv gegen Geist ist, sondern andersrum. Da aber alle 3 Nebulak-Stufen zuvor immer Gift mit dem Typ hatten, dachten wir immer, Psycho ist gut gegen Geister. Jetzt, da wir aber auch starke Geisterattacken hatten, haben wir das Gegenteil gemerkt. Und vor allem hatte diese Edition durch Eintrittseffekte wie Stachler das Competitive-Spiel auch stark verändert, aber dazu später mehr. Unser neuer Rivale war kein Vergleich zu Gary, aber er war okay. Unser neuer Mentor Siegfried würde uns später als Champ entgegenstehen, was uns wir irgendwie schon gedacht haben. Aber irgendwie war das ganze Spiel einfacher als vorher. Die Pokémon-Liga hatte gerade einmal Pokémon im Bereich von 40 bis 50. Vorher ging es ja in den hohen 60er-Bereich. Warum, wussten wir dann aber später. Wir durften tatsächlich erneut in unsere geliebte Kanto-Region und uns den alten Arena-Leitern erneut stellen und viele der alten Pokémon fangen. Die Welt war aber nicht 1:1 übernommen. Es hat sich einiges verändert mit der Zeit, was ich cool fand. Es fühlte sich wirklich so an, als hätte sich die Kanto-Zeit mit der Zeit mit irgendwie auch weiterentwickelt. Und wir trafen sogar auf den überstarken Trainer Fragezeichen, der uns natürlich selbst darstellen sollte. Geil! So viel Nostalgie. Wobei es ja gerade einmal ein paar Jahre her war zu der damaligen Zeit. Seitdem warten wir sehnsüchtig darauf, noch einmal Kanto besuchen zu dürfen. Ich habe natürlich alle Pokémon in dieser Version gesammelt, auch die paar alten, die man ja nur durch Tausch erhalten konnte, wie die 3 Starter, die Legis und die Fossilien. Es war super schön, so viele neue, tolle Pokémon zu sehen und mit so viel Neuerungen und auf dem Game Boy Color in Farbe zu spielen. Aber der wirkliche Fortschritt, der sollte uns ja erst später noch erwarten. We'll be right back.
Ich habe mein Game Boy Advance so geliebt. Alles sah besser aus, spielte sich runder und der Ton war so toll. Es gab so viele tolle Spiele und Remakes und wie habe ich es gefeiert, als ich das erste Mal im Fernsehen die Werbung zum neuen Pokémon Rubin und Saphir sah. Es sah so gut aus. Nochmal über 135 Pokémon dazu und meiner Meinung nach übrigens insgesamt die besten. So verdammt stimmig und abwechslungsreich. Tolle Typkombination, schöne starke Pokémon und zwei neue legendäre Pokémon, die vor allem auch durch eine interessante Story eingebunden wurden. Es ist nicht mehr nur Team Rocket und wir als jemand, der Poké-Champ werden will, Kyogre und Groudon haben hier die Kräfte, die gesamte Welt zu zerstören. Die neue Grafik und für mich der schönste Soundtrack der ganzen Reihe sind ja echt toll. Aber mich haben neben den Pokémon vor allem diese ganzen Änderungen überzeugt. Eine simpel wirkende Änderung hat für mich übrigens mega viel ausgemacht. Man musste kein Rad mehr ausrüsten, sondern man bekam die Turnschuhe, um schnell zu laufen. Das war so angenehm. Und dass man dann die VMs nicht mehr im Hauptmenü, sondern zum Beispiel direkt am Baum oder direkt am Wasser benutzen konnte, war auch sehr bequem. Hinzu kamen Doppelkämpfe, natürlich erneut neue Arenaleiter, Top 4 und ein passables Postgame mit viel zu entdecken. Mehr Wettereffekte, Fähigkeiten, über 100 neue Attacken, eine völlig neue Pokémon-Box im PC, Wettbewerbe und, und. Vor allem kamen hier auch starke neue Drachen dazu, was Trend werden sollte. Und etwas anderes wurde ab hier populär, von dem ich aber absolut kein Fan bin. Es gibt viel zu viele legendäre Pokémon und vor allem halt solche, die es im Spiel selbst nicht zu bekommen gibt. Und das ist ein No-Go für mich. Denn es heißt für mich, ich kann eben nicht mehr Gotta Catch Them All machen. Ich kann sie eben nicht alle fangen. Wi-Fi-Events oder Events nur in Japan, irgendwelche Wunder-Events. Pokémon haben vernünftig im Pokédex zu sein und sie müssen sich im Spiel irgendwie fangen lassen. Und wenn es noch so abartig schwer ist, sonst nehmen sie einem einfach das Gefühl, den Pokédex selbst komplettieren zu können. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Sache und hier waren es ja auch erstmal zwei dieser Art. Das stand bei mir aber auch vor allem hinten an. Waren diese großartigen Spiele ansonsten doch so mega gut? Mehr als je zuvor hatte man in diesen Spielen das Gefühl der freien Erforschung der neuen Hoenn-Region. Alles war so bunt, so schön und so frei. Der Fortschritt fühlte sich hier am größten an, abgesehen mal vom Sprung damals auf dem 3DS. Und es ist für mich die beste Generation, auch durch das Remake später. Und mal abgesehen von meiner Nostalgie-Liebe zur ersten Generation, ist die dritte Generation für mich die beste. Pokémon war für mich hier auf dem Höhepunkt und es würde lange dauern, bis mich ein Spiel der Reihe wieder so faszinieren konnte. Ich habe es eben schon ausgesprochen und ich bin tatsächlich fest der Meinung, ihr kriegt von mir am Ende des Videos noch einmal eine kleine Übersicht, wie ich welche Generation fand und wie ich jede Generation für mich persönlich einordnen würde. Und die dritte Generation ist tatsächlich für mich die beste. Einfach vom Spiel her, von wie das Spiel designt ist und gerade durch dieses Remake, um das wir uns noch kümmern werden, ist die dritte Generation einfach verdammt bockstark. Und ich finde tatsächlich, dass die dritte Generation die allerbesten Pokémon aus der ganzen Reihe hat. Ach, ich liebe Rubin und Saphir. Ich liebe diese Spiele bisher alle. Ach, ich liebe irgendwie alle Spiele. Ich liebe Pokémon generell. Und weil ich Pokémon so sehr liebe, habe ich natürlich auch 10 Kämpfe, an die ich mich sehr, sehr stark erinnere, bei denen ich sehr stark gedacht habe, wow, das war schon ein echt spezieller Moment. Und tatsächlich ist es dann ja aber auch so, dass dann natürlich die Arena-Leiter und die Top 4 einen irgendwie am meisten in Erinnerung bleiben. Aber ich habe dann noch so einen kleinen Gaststar-Auftritt und wir steigen einfach mal direkt ein mit meinen 10 liebsten Kämpfen aus der Pokémon-Reihe.
Gut, dann kümmern wir uns mal um die nächsten Spiele. Wir bleiben erstmal auf dem Game Boy Advance und auf dem GameCube so ungefähr zu dieser Zeit. Ich hatte ja damals mein GameCube und habe darauf ein sehr interessantes Spiel gespielt, was tatsächlich ein Novum für uns war. Auf dem Game Boy Advance kam dann natürlich dieses Remake heraus, was ich gar nicht richtig gespielt habe. Und ich möchte euch jetzt gleich einfach mal so ein bisschen meine damaligen Lebensumstände erzählen, einfach damit ihr so ein bisschen abschätzen könnt, wie ich mich persönlich einfach damals entwickelt habe. Denn das ist tatsächlich eine sehr wichtige Entwicklung für mich gewesen, um halt zu verstehen, warum jetzt Feuerrot und Blattgrün und dann auch später die Spiele für den Nintendo DS. Ich hatte damals nicht wirklich ein DS. Warum ich so langsam angefangen habe, die Spiele nicht mehr so richtig mitzunehmen und so richtig zu suchten. Und dann möchte ich halt nebenbei noch erzählen, warum ich der Pokémon-Reihe so ein kleines bisschen überdrüssig wurde. Und ja, jetzt kommen wir praktisch an diesen einen gewissen Punkt und deshalb möchte ich euch umso detaillierter ein bisschen erzählen, wie einfach mein Leben sich damals so entwickelt hat. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Der Game Boy Advance war auf seinem Höhepunkt, verkaufte sich wie wild und Pokémon war ja sowieso der geilste Scheiß. Irgendwie war es dann logisch, dass die Remake-Konsole eine Neuauflage der alten Klassiker Rot und Blau bekam. Feuerrot und Wasserblau? Moment, Blattgrün? Wieso das denn? Ja, das lag daran, dass die Original-Pocket-Monster-Versionen aus Japan Rot und Grün waren. Später kam dann eine verbesserte Version in Japan heraus, die blaue Edition, die dann bei uns herauskam als Rot und Blau. Dieses Mal wurde das dann einfach so gelassen, da ja die beiden ersten Originale Rot und Grün waren, bekamen auch wir Feuerrot und Blattgrün. Aber ich habe diese Edition gar nicht gespielt damals. Viele Jahre später habe ich sie mir erst einmal angeschaut und ich finde sie super. Sie brachten die alten Klassiker auf das damalige Niveau von Rubin und Saphir. Passten die Typen der Pokémon an und ansonsten halt auch alles wie Shinies aus Gold und Silber, Fähigkeiten, Wesen und alle veränderten Attacken und Werte. Und es sah natürlich viel besser aus, spielte sich genauso flüssig wie Rubin und Saphir und die Musik war toller. Tatsächlich ist dieses Remake so gut, dass es eigentlich keinen Grund mehr gab, die alten Spiele zu daddeln, außer Nostalgie. Aber wie kam es denn, dass ich ein so tolles Remake meiner damals liebsten Spiele nicht gesuchtet habe? Es lag nicht am Spiel, sondern vielmehr an meinen Lebensumständen. Ich war 16 Jahre alt und gerade in den letzten 3 Jahren meines Abiturs. Ich war regelmäßig im Fitnesscenter, war richtig gut trainiert damals und war viel am Sport machen und fing halt so langsam an, auch auf Partys zu gehen. Als ich 18 wurde, war ich 2 Jahre lang jedes Wochenende mit meinen Freunden in Discos. Schön Hardstyle, Happy Hardcore oder einfach mal zum Frauen kennenlernen irgendwo hingefahren. Nach Hamburg, ins Docks oder in den Tunnel. In die Ziegelei oder an das Bambu oder lokale Diskotheken in Lüneburg. Mein Kumpel war ja auch DJ. Dort habe ich übrigens auch ein halbes Jahr gearbeitet, im Fun. Außerdem arbeitete ich zu der Zeit nebenbei noch im Tierpark Krützen für meine Mofa und ich war einfach voll beschäftigt. Und wenn ich mal zu Hause gespielt habe, dann war es halt auf meinem GameCube. Den habe ich mir damals selbst gekauft und super gute Spiele auf der für mich zweitbesten Konsole aller Zeiten spielen dürfen. Aber nach dem Abi dann zog ich nach Kiel zum Studieren. Das Studentenleben, die vielen neuen Freunde, mein Studentenwohnheim, in dem ich ja voll aufblühte und ein ganzes Haus voller Freunde gewann, mit denen ich dann auch ständig draußen war, beim Sport oder am Wochenende feiern, grillen, ein paar Frauen kennengelernt. Für Spielen war einfach nicht so der Kopf da. Und wenn, verbrachte ich Zeit an meinem Laptop mit dem Chat knuddels.de, Flüff und World of Warcraft, da man ja als Student auch nicht so das Geld für alles hat. Tatsächlich würde ich erst im Jahre 2009, also kurz vor Eröffnung meines YouTube-Kanals, wieder aktiv spielen, mit dem Kauf meiner Wii und eines Nintendo DS. Und damit habe ich quasi schon verraten, dass auch die DS-Teile eher so nebenbei von mir mitgenommen wurden und auch später erst nach Release. Und das hatte dann auch noch andere Gründe. Davor allerdings habe ich noch ein sehr merkwürdiges Spiel miterlebt.
Ja, natürlich bekam auch die dritte Generation ihren Pokémon Stadium-Vertreter. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Minute diesen Battle-Modus besucht. Aber ich habe trotzdem Pokémon Colosseum gefeiert und durchgesuchtet. Denn es gibt ja das allererste Mal einen klassischen RPG-Teil in einem Pokémon-Spiel. Ich war total baff. Dein Charakter ist da Mitglied einer Gaunerbande, hat ein Psyianer und ein Nachtara, von da war ich sowieso in das Spiel verliebt, und die Geschichte führte dich in die Oasenstadt Phenak, in der du viele Charaktere kennenlernst, auf weitere Pokémon triffst und dann den Kniff des Spiels bemerkst. Ein fieses Team verdirbt hier Pokémon und macht sie ihnen dann unterwürfig auf eine gemeine Art. Diese Krypto-Pokémon müssen dann von dir gerettet werden. Das war mal etwas anderes, total erfrischend. Du kannst sie ja auch nicht wie in der Welt Pokémon suchen und fangen, sondern du bekommst sie durch den Storyverlauf, weil du sie rettest oder kleine Sidequests. Aber das Spiel ist sehr linear und nicht mal besonders umfangreich, aber das war mir egal. Die Story mit dir und Mistys Zwillingsschwester, das hat total gefetzt und es gab echt coole Kämpfe und tolle Momente. Die Gänsehaut war echt stark in diesem Spiel und der Auftritt von Ho-Oh war irre cool. Die Orte waren einfach schön gestaltet und durch die fetzige Mucke machte jeder Kampf Spaß. Wir würden ja die folgenden Jahre sehr viele RPGs sehen, die eine feste Story im Pokémon-Universum erzählen und jedes Mal etwas Eigenes hatten. All diese Mystery Dungeon und Ranger Spiele habe ich zum Beispiel auch nie gespielt. Folglich kann ich es in diesem Special überhaupt nicht berücksichtigen. Das möge man mir verzeihen und sie stehen auch irgendwann auf jeden Fall auf meiner Liste. Irgendwann gucke ich mir mal eins so richtig an. Ich hoffe, es kam alles verständlich rüber und jetzt kümmern wir uns um eine sehr interessante Sache, denn ich habe seit vielen, eigentlich schon Jahren, eine Idee und eine Fantasie, mehr eine Fantasie, eine Träumerei zu einem gewissen Spiel, zu einer gewissen Art von Spiel, und zwar ist es ein Pokémon MMORPG, ein Online-Pokémon-Spiel, und das natürlich auf einer Switch oder am PC oder irgendwie, eigentlich ist mir die Plattform egal. Hauptsache, es muss schön aussehen, es muss groß sein und es muss ein mega geiles Spielgefühl sein. Jetzt fragt man sich halt, wie soll denn so ein Pokémon MMORPG aussehen? Natürlich soll man nicht einfach nur blöd rumlaufen und Pokémon fangen. Das Ganze muss natürlich in ein Gerüst gepackt werden, damit das Ganze auch super interessant und spaßig bleibt, damit das auch langfristig Spaß macht und es muss einen gewissen interessanten Touch haben. Und ich habe da einfach so gewisse Ideen, die ich jetzt einmal mal so grob erzählen möchte. Es wird dazu irgendwann, wenn ich das, ich habe das sehr detailliert ausgearbeitet und ich möchte dazu irgendwann dann einmal ein besonderes Video machen, in dem ich diese Idee vorstelle. Ich möchte heute aber schon einmal grob über diese Spielidee reden. Natürlich könnt ihr dazu auch gerne Stellung nehmen und sagen, ob euch das interessieren würde oder ob ihr das für unrealistisch haltet. Keine Angst, ich bin auch nicht verletzt oder so. Also meine Idee ist halt, dass man in einer Welt irgendwie anfängt. Die Frage ist halt, es gibt natürlich viele Fragen und viele Entscheidungen, die man dann treffen muss, die dann schon Richtung Game Design gehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht viel Ahnung von Programmieren oder von Game Design. Die Frage ist halt, ob man erstmal anfängt in der Kanto-Region. Es muss nicht Kanto sein. Ich will nicht sagen, weil ich jetzt hier Gen 1 Fanboy bin, dass man Kanto nimmt. Man kann auch Sinnoh nehmen oder Hoenn oder irgendeine andere Region. Darum geht es mir erstmal nicht. Oder man macht rückwärts, man fängt erstmal in der Alola-Region an, weil die vielleicht jetzt die meisten Leute noch kennen. Da kann man dann erstmal so drüber diskutieren. Oder nimmt man gleich alle Welten oder mehrere Welten und patcht die nach. Natürlich möchte man ja Erweiterungen rausbringen. Da kann man dann erstmal sich Gedanken drüber machen. Oder man macht das Spiel komplett fertig, so wie es ist, ohne Pläne mit Erweiterung und bringt dann halt alle Regionen heraus, dass man dann durch gewisse Fortschritte in andere Regionen irgendwie weitergehen kann. Dass man vielleicht sagt, wenn man eine gewisse Stärke erreicht hat, dann kann man in die andere Region gehen. Aber egal, das ist dann erstmal eine Frage, die man dann direkt klären müsste, wenn man das designt. Aber die Grundidee ist die, dass es hier zwei Fraktionen gibt. Und tatsächlich kann man hier viel von World of Warcraft klauen. Habe ich auch getan, aber das ist auch nicht schlimm, weil World of Warcraft funktioniert so, wie es ist und hat, finde ich, halt eine sehr interessante Idee und es funktioniert einfach. Und auch hier möchte ich zwei Fraktionen einbringen und diese Fraktionen sind, und das ist für mich halt das Hauptinteressante an diesem Spiel, die Pokémon Trainer und Team Rocket.
Ich möchte vor allem deshalb Team Rocket nehmen, weil ich finde, dass Team Rocket als Original hier einfach am besten als Gesicht irgendwie dient. Natürlich kann man da auch noch andere Teams nehmen. Das ist nicht so wichtig. Es geht mir nur ums Pokémon-Klauen und da bietet sich Team Rocket halt sehr, sehr stark an. Denn ich möchte, dass diese Fraktionen sich sehr, sehr unterschiedlich spielen. Es gibt generell in dieser Welt von Pokémon gibt es Dungeons, in die man gehen kann. Und es gibt natürlich Arenen, in die man gehen kann. Das Ganze kann man dann in groß und in klein aufziehen. Kleine Arenen, Übungsarenen, das sind dann so die Instanzen. Die Raids wären dann halt eine richtige Arena mit Arenaleiter. Und dann gibt es halt die schweren Raids, das wäre zum Beispiel die Top 4, so als End-Raid-Content oder so. Und auf der anderen Seite hast du halt Dungeons, in die du gehen kannst. Ja? Das heißt, du gehst in einen kleinen Dungeon, dann vielleicht in den Vertania-Wald und dann gehst du halt später in schwerere Dungeons, dann später vielleicht auf die Seeschauminseln, wo dann der Raid-Boss Arktos ist oder sowas und dann gehst du in die Azuria-Höhle, wo der Raid-Boss Mewtwo ist und so weiter. So, das sind erstmal die Ideen und die Fraktionen spielen das halt jeweils komplett anders. Denn Team Rocket kriegt Pokémon, weil das ist natürlich das Ziel, dass du weitere Pokémon bekommst, indem sie es anderen Trainern klauen. Ich möchte natürlich nicht, dass wenn sie einem Spieler begegnen, dem Spieler als gegnerische Fraktion die Pokémon klauen. Das nicht. Aber wenn du als normaler Pokémon-Trainer in eine Arena gehst, dann kannst du diese Arena schaffen und euer Ziel, eure Belohnung für das Schaffen des Raids sind dann halt gewisse Items. Natürlich bekommt ihr Erfahrungspunkte. Ihr bekommt dann vielleicht wertvolle Beeren oder wertvolle Bälle. Es gibt halt viele Items in dieser Welt, ja, die euch das Ganze sehr erleichtern. Natürlich gibt es wertvolle Bälle, TMs, Fähigkeiten für die Pokémon, die man vielleicht erwerben kann. Oder ich habe mir halt sehr viel TMs oder Rezepte. Rezepte, um vielleicht besondere Beeren oder besondere Bälle herzustellen oder Tränke, weil natürlich kann man hier nicht einfach in irgendeinen Shop gehen und sich Tränke kaufen und Bälle kaufen und sowas. Nein, das muss gefahren und hergestellt werden. Und das ist halt die Belohnung, wenn du als Pokémon-Trainer in eine Arena gehst oder vielleicht die Top 4 besiegst, dann bekommst du vielleicht einen Meisterball oder sowas. Das ist der Grundgedanke. Wenn du aber als Team Rocket in diese Arena gehst, dann ist das Ziel, dass hier am Ende dem Arenaleiter vielleicht ein Pokémon geklaut wird. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel als, sagen wir, du gehst jetzt in die Arena von Misty rein, ja, dann ist euer großes Arena-Ziel, ist es Misty zu besiegen. Und dann bekommt halt jeder von diesem Team Rocket, sagen wir, ihr schafft Misty richtig, richtig gut. Dann bekommt jeder Team Rocket-Kämpfer 10 besondere Bälle, 10 Wasserbälle, die sie jetzt benutzen können, um zu versuchen, Misty Pokémon zu klauen. Das ist eure Raid-Belohnung. Genau andersrum ist das, wenn du als Team Rocket-Mitglied in diese Dungeons gehst, in diese Höhlen oder die Azuria-Höhle und sowas. Da kannst du dann als Team Rocket-Mitglied Erfahrung abgreifen oder dann halt als besondere Belohnung halt auch wieder besondere Items, besondere Rezepte. Genau das Äquivalent, was praktisch die Pokémon-Trainer in den Arenen bekommen. Wenn du dann aber als, ich denke, ihr versteht den Gedanken jetzt mittlerweile, als Pokémon-Trainer in diese Dungeons gehst, dann ist praktisch das End-Pokémon hier als Arena-Boss dein Ziel, um dieses Pokémon zu fangen. Da bekommst du dann besondere Bälle, Hyperbälle oder sowas. Und die könntest du dann in einer kurzen Zeit benutzen und dann versuchen, dieses Pokémon zu fangen. Dabei hat natürlich jeder Kämpfer, jeder Spieler hier seine eigene Chance, jetzt dieses Pokémon zu fangen. Und das ist tatsächlich dieser Grundgedanke, der jetzt gerade in Pokémon Go in diesen Arenen vorherrscht. Das hat mich auf diese Idee gebracht. Das heißt, die Team Rocket-Mitglieder und die normalen Pokémon-Trainer, die erleben halt jeweils die Dungeons oder die Arenen aus jeweils ihrer Sicht. Wenn sich diese Spieler natürlich begegnen, dann gibt es PvP. Aber ich möchte das nicht so komplett PvP-mäßig, sondern es gibt in der ganz normalen Welt könnt ihr euch nicht einfach irgendwie begegnen. Könnt ihr euch begegnen, aber nicht sofort kämpfen. Sondern dafür gibt es dann halt besonders gefährliche Zonen, in denen du dann vielleicht farmen gehst oder sowas. Oder in denen es besondere Belohnungen gibt oder besonders wertvolle Pokémon vielleicht zu finden gibt. Und da ist dann PvP, da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen, das gibt dem Ganzen natürlich so einen gewissen Reiz. Dann könnt ihr gegeneinander kämpfen und wenn du stirbst, dann kommst du zurück in das Pokémon Center und dein Pokémon, egal. Da kann man sich dann wieder drüber streiten, wie stark da ein Verlust oder eine Niederlage wirklich ist gegen ein gegnerisches Mitglied. Das Kämpfen stelle ich mir tatsächlich in Echtzeit vor und das ist dann natürlich sehr schwierig, sich da Gedanken drüber zu machen, bis man das wirklich mal getestet und gespielt hat. Aber ich habe halt so diesen Gedanken, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel gegen ein großes Rizeros kämpft oder sowas und dann steht ihr damit auch im Pokémon drumrum und du machst mit deinem Shigi halt deine Attacken und ich will das natürlich nicht wie bei Pokémon Go haben, dass ihr da einfach wild klickt irgendwie, ja, sondern dass man sich Gedanken machen muss,
dass deine Attacken ja auch AP-Punkte haben. Das heißt, welche Attacken benutzt du wie in welchen Abständen? Benutzt du jetzt die ganze Zeit deinen Blubstrahl, um dem Rizuras viel Schaden zu machen? Dann fehlt dir vielleicht aber Blubstrahl vielleicht später im Dungeon. Bewahrst du dir das für den Raid-Boss auf? Das heißt, ihr versucht mit euren Pokémon in Echtzeit, eure Pokémon können sich dann natürlich frei bewegen. Wenn jetzt dieses große Rizuras zum Beispiel, der einen Hornbohrer ansetzt und steht da und lädt sein Horn auf, um gleich diesen Hornbohrer anzusetzen, dann müsst ihr natürlich vor dem Rizuras weggehen. Wenn Rizuras einen Bodyslam vorbereitet und er macht schon diese Bewegung, dann müsst ihr natürlich von der Seite von Rizuras weggehen, um den Bodyslam nicht abzukriegen. So stelle ich mir das halt vor, dass die Pokémon sich wirklich bewegen und ihr wirklich euch um dieses riesige, starke Pokémon rumbewegen müsst, um halt nicht den Schaden abzukriegen. Das heißt, ich möchte nicht dieses Rundenbasierte haben. So, und dann gibt es natürlich noch, es gibt Berufe und Talente. Das heißt, es gibt vielleicht, dass ihr den Beruf Bärenzüchter irgendwie annehmen könnt. Das heißt, euer Beruf ist es, besondere Bären zu züchten, den ihr dann natürlich den Pokémon mitgeben könnt, um besondere Effekte zu haschen. Oder seid ihr Pokémon-Fähigkeiten-Trainer oder seid ihr Bälle-Ersteller. Da könnt ihr euch dann natürlich auch viel aussuchen. Wie gesagt, Rezepte und sowas bekommt ihr dann ja in der Welt als Belohnung, in besonderen Raids. Und die Mets für das Ganze kann man natürlich farmen, indem man ganz normal in der Welt, vielleicht braucht ihr irgendwie Seide oder sowas. Und diese Seide bekommt ihr dann, wenn ihr in den Vertania-Wald geht und ein paar Raupis tötet. Und von denen könnt ihr dann vielleicht Seide. Ich denke, der Grundgedanke ist klar. Dann kann man natürlich noch drüber reden, ob man das PvP halt so richtig ausbaut. Das wäre dann halt Competitive-Bereich, bei dem ich mich nicht so gut auskenne. Dass man dann vielleicht für besonders hohe Ränge dann auch später Items wie oder Attacken wie Stachler oder sowas lernt. Oder Wettereffekte nutzen kann. Und es gibt noch so viel, worüber man dann reden könnte. Aber das ist dann dieses Grundgerüst, diese Grundidee von Videospiel, die ich halt so unglaublich gerne hätte in einem Pokémon MMORPG. Gut, dann geht es jetzt halt Richtung Nintendo DS. Und ich habe es ja schon kurz erzählt, oder ein bisschen länger erzählt, den Nintendo DS hatte ich viele Jahre überhaupt nicht. Ich habe zu dieser ganzen Zeit die Anfänge von der Wii und dem DS, das habe ich überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Ich habe die ganzen Spiele für den DS erst viel, viel später gespielt, nachdem sie herausgekommen sind. So habe ich zum Beispiel dieses eine Remake erst vor 2 Jahren oder so gespielt. Und mit Diamant und Pearl habe ich dann so meine Schwierigkeiten gehabt. Und ab jetzt ist es mir wirklich, wirklich wichtig, dass ihr versucht, alles, was ich jetzt sage, immer aus meiner Sicht zu sehen, aus der Sicht eines Spielers, der im Moment nicht, bei dem Gaming zu dieser Zeit nicht die Nummer 1 Priorität war, der sich einfach mal die Spiele angucken wollte, weil er diese Pokémon-Reihe so sehr liebt und der einfach immer irgendwie was Neues haben wollte und der dann einfach immer so seine Schwierigkeiten hatte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt viele Spiele, die jetzt kommen, nicht so 100% durchgespielt habe und noch nicht mal unbedingt komplett das Postgame mir angeguckt habe. Und es gibt wahrscheinlich viel, was ich in diesen Spielen verpasst habe. Bei Diamant und Pearl zum Beispiel, ich habe das Spiel gespielt, ich kenne das Spiel, aber ich könnte euch jetzt nicht alles da sofort erzählen. Und um jetzt eine 100%ige Wiedergabe des Spiels zu haben oder eine perfekte Review, nein, so seht das halt mehr als ganz ehrlichen Erfahrungsbericht aus meiner Sicht. Ich möchte mit euch halt immer komplett ehrlich sein. Ich möchte jetzt diesen Spielen keinen Honig um den Mund schmieren und einmal hier groß auf Nostalgie machen, wie super toll die Spiele sind, sondern euch einfach stattdessen ganz ehrlich und ganz offen einfach zu erzählen, wie habe ich die Spiele erlebt und wie habe ich damals empfunden, als ich diese Spiele erlebt habe. Denn ich denke, das ist einfach der beste Weg und ich hoffe, ihr könnt das gut nachvollziehen. Viel Spaß! Gut, es dürfte jetzt recht klar sein, nachdem ich mein damaliges Leben geschildert habe, dass ich Diamant und Pearl nur so nebenbei gespielt habe. Also ich habe schon durchgespielt. Ich hatte auch sehr viel Spaß damit, aber ich habe zum ersten Mal hier ein Pokémon-Spiel nicht zu 100% beendet. Nicht mal im Ansatz. Sondern ich habe die Liga bezwungen,
mir das Postgame angeschaut und auch das lag alles nicht am Spiel selbst, auch nicht an den Pokémon. Natürlich ist das Geschmackssache und es gab viele Pokémon, die ich dämlich fand, aber auch echt viele gute. Das Team Galactic war okay und die ganze Story war mal was anderes, die beiden Legis waren okay, die Musik war okay, das Spiel war echt okay und die Story war auch toll erzählt. Sehr positiv aufgefallen sind mir vor allem aber auch die Gegenden, die wunderschön aussahen. Auch die Arenen verbesserten sich immer mehr. Es fühlte sich teilweise richtig an wie so eine unangenehme Eiswelt, in der man sich halt unwohl fühlt. Aber ansonsten war ich so langsam einfach dem Ganzen überdrüssig. Mich nervte vor allem an, dass man immer im normalen Spielverlauf nur so eine Handvoll normaler Pokémon aus der derzeitigen Generation trifft. Und auch die Trainer hatten immer die gleichen Kack-Pokémon, anstatt mal eine angenehme Überraschung einzuwerfen. Es ist halt was anderes, ob du ständig nur Trainer mit diesem Biber siehst oder mal einen Angler mit Garados, Milotic und Tohaido. Das fetzt doch, das macht doch Bock. Stattdessen kriegen wir immer die gleichen Pokémon zu sehen. Um fair zu sein, das war in den anderen Generationen vorher auch der Fall. Nur ja, hat es mich das erste Mal so richtig gestört. Die vierte Generation und ihre Welt Sinnoh brachten zwar viele neue Attacken, Fähigkeiten und Pokémon, aber ansonsten kaum merkliche Fortschritte. Auf Pokémon reiten, das IV-Züchten wurde geändert, man kann in Gebäuden laufen, aber abgesehen von anderen Kleinigkeiten fühlte es sich einfach so an wie die drei Spiele davor. Und das störte einen auch nicht, wenn man zu diesem Zeitpunkt mit dieser Reihe anfängt, aber mittlerweile habe ich das schon des Öfteren durchgemacht. Wir stoßen hier einfach an ein Kernproblem, das sich mit der Pokémon-Reihe entwickelte, was jetzt in Sonne und Mond ihren Tiefpunkt erreichte und das möchte ich im Laufe dieses Specials halt gut begründen, ohne halt die Spiele selbst dafür verantwortlich zu machen. Denn nochmal ganz klar, Diamant und Pearl sind keine schlechteren Spiele als die anderen. Es hat sich viel Tolles weiterentwickelt, nur hier beim mittlerweile vierten Spiel der Reihe störte mich halt vieles. Schlecht ist das Spiel deswegen natürlich nicht, auch wenn es hier jetzt ein bisschen mies wegkommt. Denn es gibt ja kein schlechtes Pokémon-Spiel, oder? Auch dieses Remake brachte die alten Klassiker in die damals aktuelle Zeit. Aber es ist wahrscheinlich das Spiel der Hauptreihe, das ich so am wenigsten gespielt habe. Das liegt jetzt auch nicht am Spiel selbst, es ist ein großartiges Remake. Ich meine, hallo? Jedes Pokémon kann dir als Buddy hinterherlaufen? Wie cool! Cynthia hat einen Auftritt, viele legendäre Pokémon wurden im Postgame hinzugefügt und haben richtig coole Events. Die Kimono-Mädchen haben eine ganz andere Rolle im Spiel. Es fühlte sich wirklich cool und frisch an. Nervig war nur, dass der Fortschritt hier an andere Events gekoppelt war als im Original. Das war anstrengend teilweise herauszufinden, wie man weiterkommt. Aber es war schön, noch einmal in diese alten Welten zu gehen. Aber ich bekam dieses Remake halt auch zu einer Zeit, in der ich zum einen sehr viel anderes spielen wollte, aber vor allem den ganzen Pokémon-Spielen sehr überdrüssig war. Nämlich kurz nach X und Y. Aber der Rückgang meiner Faszination mit Pokémon, der fing ja schon vorher an mit der Schwarz- und Weiß-Reihe.
Gut, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier in die Haare kriegen, machen wir eine kleine Pinkelpause. Ja, ich lasse jetzt einfach mal 10 Lieder laufen. Zwischendurch sage ich auch kurz was dazu. Aber generell ist das jetzt so die Entspannungszeit. Wir gehen jetzt einmal zu meinen 10 liebsten Liedern aus der Pokémon-Reihe. Und das war die mit Abstand schwerste Top-Liste, die ich heute machen musste. Schon cool damals, weil der Stil hier in X und Y, der ist ja mal was ganz anderes als bei den Vorgängern gesagt. Dieses komische Techno-Geschrubbe, das hat mich damals gerade so beim ersten Arena-Leiter, wo du davor die Musik bekanntest und auf einmal so, oh, geil, das geht voll ab. Das hat mich voll gehypt auf den allerersten Arena-Leiter. Das ist voll schön. Es gibt dieses Lied ja, oder speziell diese Melodie, ja in zwei Varianten. Einmal das hier, dann gibt es das dann auch mal ein bisschen ruhiger und auch ein bisschen schneller, je nachdem, ob Lilly dabei ist und was für eine Cutscene das gerade ist. Aber gerade dieses Thema von Cosmog, ich finde das schön. Das ist so eine richtig schöne Melodie und generell ist ja die Musik in Pokémon Sonne und Mond einzigartig gut. Und das ist so das erste Lied. Driftvale City. Das ist so ein geiles Lied. Ich habe damals dieses Spiel Pokémon Schwarz und Weiß 2, habe ich dieses Lied gehört, ganz unvoreingenommen gespielt. Und generell fand ich die Musik eigentlich ganz cool. Und dann bin ich einfach in diese Stadt gegangen und auf einmal ich so, hä? Was ist denn das für ein Lied? Ich war richtig so, yeah! Bin da voll abgegangen. Aber ich fand auch generell, auch in dem Gym, fand ich die Musik richtig gut. Seht ihr bei den Honorable Mentions, hat richtig gute Laune gemacht, das Lied. Natürlich sind ja auch viele Lieder dabei, weil natürlich da sehr viel Nostalgie dran hängt. Und in Pokémon Gold und Silber hast du ja Lance die ganze Zeit getroffen. Und dann ganz am Ende ist er ja auf einmal der Champ. Das hat sich natürlich schon so ein bisschen angebahnt, weil dass sie hier nicht nochmal Gary irgendwie holen oder auch Blau oder Rot, wie ihr ihn genannt habt,
Nee, es ist hier natürlich Lance. Man hat sich das schon gedacht und trotzdem war es einfach ein ziemlich cooler Moment, gegen deinen so ein bisschen Mentor dann zu kämpfen. Und dieses Lied hat das Ganze einfach nur richtig gut eingeleitet. Pokémon Rubin und Saphir hat meiner Meinung nach den besten Soundtrack aus der ganzen Pokémon-Reihe. Ich kann es ja mal an dieser Stelle sagen, falls ich es nicht schon... Nee, das Spiel kommt später, okay. Es ist so eine wunderschöne Musik in den ganzen Städten. Und das allererste Mal bekommst du einen Geschmack auf diese Musik hier in deiner allerersten Heimatstadt. Natürlich ist die Musik in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir noch ein Stückchen schöner, aber ich habe hier mal das Original eingespielt. Ich liebe die Musik. Oh, ist es so schön. Pokémon Snap. Och, Pokémon Snap hat so eine tolle Musik generell. Ich habe auch überlegt, dieses Thema aus dem Wolkenland mit Mew am Ende zu nehmen. Och, aus dem Fluss und so. Honorable Mention seht ihr ja noch. Aber gerade dieses Intro, das hat mich damals so direkt verzaubert. Ich war direkt heiß. Oh, da habe ich richtig angefangen zu träumen, bis ich dann nämlich gemerkt habe, dass Pokémon Snap nicht das Spiel war, von dem man erst gedacht hat, dass es ist. Und dass man bis heute noch kein Spiel in dieser Form bekommen hat. Aber damals... Da hat man angefangen zu träumen, als man dieses Intro gesehen hat. Das Abenteuer ging halt so richtig ab. Ja, in Pokémon Blau und Rot, ich weiß nicht genau, warum es genau diese Route ist, aber speziell auf dieser Route, da habe ich halt so richtig Bock bekommen und da hat mich das Abenteuer halt so richtig gepackt. Und das ist ein Synonym für die ganzen Routen auf Pokémon Blau und Rot. Wie gesagt, ich kann sehr schlecht begründen, warum jetzt genau diese Route, weil sie ist ja eigentlich so mehr im vorderen Drittel des Spiels. Aber ich habe mich sofort abenteuerlich gefühlt, als ich dieses Lied gehört habe. Thank you.
Seafog City. Das ist so ein schönes Lied. Es ist tatsächlich eins der Lieder, das ich immer mal wieder höre. Ich habe das mir auf das Handy gezogen. Ich finde dieses Lied so beruhigend, so unglaublich schön, speziell hier in der Nacht in Seafog City. Viele Städte in Pokémon Sonne und Mond haben eine wunderschöne Musik, aber gerade dieses Lied ist so schön. Wenn ich wirklich beruhigt werden will, dann ist das eins der Lieder, das ich dann höre. Das ist auch eine coole Top 10, ne? Top 10 Beruhigungslieder oder so. Es werden dann sowieso Top 25. Ja, gut. Und mal von der Nostalgie ab, weil Platz 1 ist ein Nostalgie-Ding. Lava Ridge Town, also es gibt zwei Städte, in denen dieses Lied gespielt wird, aber speziell habe ich hier an Lava Ridge Town gedacht. Sorry übrigens, ich spiele Pokémon halt sehr viel auf Englisch. Ah, ist das eigentlich. Es ist wie gesagt von der Nostalgie ab mit Seafog City, eines der schönsten Lieder, das ich je irgendwie gehört habe. Da spielt so viel Nostalgie mit zu Pokémon Rubin und Saphir. Aber auch mal davon ab. Mal davon ab, dass ich diese Generation einfach nur genial finde. Mal davon ab, dass das damals so mein drittes Pokémon-Spiel war. Und ich dann natürlich deshalb sehr gern zurückdenke. Das Lied ist einfach so schön. Thank you.
könnt euch noch an euer erstes Pokémon-Spiel erinnern, oder? Für mich war es halt Pokémon Rot und Blau. Denkt an das allererste Pokémon-Spiel zurück. Denkt an dieses Abenteuergefühl, das ihr hattet, an dieses Gefühl der Freiheit, dass ihr eure Pokémon da, na gut, beim Pokémon Sonne und Mond habt ihr nicht so viel Freiheit gespürt, aber damals noch ein bisschen mehr vielleicht. Und dann habt ihr eure Pokémon hochgelevelt und habt euch stark genug gefühlt für den allerersten Arenaleiter. Seid in die Arena rein, habt davor die Trainer weggemacht, steht vor dem Arenaleiter, euer allererster Arenaleiter. Und dann denkt an das Lied. Für mich war es dieses Lied. Es hat so eine Power gehabt. Es hat einen so perfekt eingestimmt auf das, was irgendwie jetzt noch folgen wird. Und deshalb ist das hier auf jeden Fall mein liebstes Lied aus der Pokémon-Reihe. Jetzt haben wir uns wieder beruhigt, dann ist es ja Zeit weiterzumachen und zwar kümmern wir uns jetzt natürlich um die anderen Spiele auf dem DS, Pokémon Schwarz und Weiß und Pokémon Schwarz und Weiß 2. Es ist so schwer, es geht nicht um die Spiele sind so toll, die Spiele haben so viel Neuerungen auch mit reingebracht, aber so mehr so Postgame-mäßig und ich erzähle es am besten einfach mal direkt in den Spielen. Okay, es ist mir hier ganz wichtig zu verdeutlichen, warum die Schwarz- und Weiß-Spiele für mich die langweiligsten der Hauptreihe waren. Nicht die schlechtesten. Dazu kommen wir am Ende. Aber ich habe hier so wenig Spaß mit diesen vier Versionen gehabt wie noch nie zuvor in diesem Franchise. Zum einen war aber auch ich selbst der Grund. Wenn man hier das mittlerweile fünfte Spiel zockt, und dann sogar so spät, dass man einfach schon so viel gesehen und erlebt hat, dass einen diese Spiele mit diesem neuen Look auch einfach nicht umhauen, dann wird das Ganze einfach irgendwann alt. Ich habe mich gefreut auf diese neuen Drachen. Ich habe mich sogar richtig geärgert, dass ich die falsche Edition hatte, denn ich wollte unbedingt einen Elektrodrachen haben. Also an sich war ich bereit für dieses Pokémon-Spiel. Aber dann sehe ich da aber auch Probleme im Spiel selbst. Jedenfalls für einen Veteran wie mich. Pokémon Schwarz und Weiß führte zwar viele Dinge ein, wie die Dreier- oder Rotationskämpfe, aber diese wurden auch leider kaum genutzt. Das meiste andere war aber irgendwie für mich total irrelevant. Traumwelten, CG, Global Link, ein Musical, Jahreszeiten, ganz viele Ideen und Schnickschnack, aber das Spiel spielte sich genau so wie alle Spiele davor. Es gibt ein böses Team, das Pokémon befreien möchte, weil Menschen sie unterdrücken, wir lernen N kennen, überzeugen am Ende alle mit unserer Freundschaftsbindung zu unseren Pokémon, besiegen die Arenaleiter und fordern die Top 4 heraus. Gut, die können wir jetzt in irgendeiner Reihenfolge machen, aber ich wurde diesem Ganzen so überdrüssig mittlerweile. Ich bin da nur so durchgegangen. Auch die fünfte Generation hat tolle Pokémon, aber auch viele, die mir recht egal waren, weil... ja. Und wieder viel zu viele seltsame, legendäre Pokémon, die man nur durch Events erlangen konnte. Ich konnte also wieder einmal gar nicht selbst alle Pokémon fangen. Und deshalb habe ich es gleich sein lassen. Ich will, wenn, dann alle Pokémon fangen können und nicht fast alle außer drei. Diese dummen Legiesel. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Pokémon-Reihe stillstand und sich nicht weiterentwickelte. Wie gesagt, abgesehen von Kleinigkeiten. Das ist jetzt wieder nicht schlimm für die, die mit solchen Spielen einsteigen oder jetzt hier das zweite Mal Pokémon spielen oder so. Aber für die, die schon so lange dabei sind,
Ja, ich weiß, es gibt die, dass man die Top 4 nochmal in stark herausfordern kann. Es gibt neue Evolis und natürlich arbeiten sie immer am EV-System, frischen das Competitive auf, aber am Spiel selbst hat sich jetzt seit Rot und Blau nichts verändert, außer der echt schönen Optik von Schwarz und Weiß und der richtig schönen Musik. Der Soundtrack ist super. Als dann Schwarz und Weiß 2 angekündigt wurde, da war ich direkt so angeödet, dass ich gar nicht mal in Erwägung gezogen habe und erst jetzt vor 2 Jahren habe ich es gespielt. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, denn auch da hat sich jetzt am Core-Game nichts verändert. Das Spiel, die Spiele sind super, sie haben super tolle Ideen hier eingebracht, aber nochmals, diese 4 Spiele sind jetzt keine schlechten Spiele. Sie sind großartig, tolle Pokémon sehen toll aus, neue Kämpfe und, und. Aber aus Sicht eines alten Hasen, da wurde es langweilig. Ich habe damals einfach so gehofft, dass die Pokémon-Reihe endlich einmal frischen Wind bekommen würde, mal etwas Neues ausprobiert wird oder wir ein Pokémon Snap 2 auf der Wii U halten. Das würde für vieles entschädigen, aber naja. Thank you.